Ich habe eine Frage. Darf ich diese Frisur tragen? Ich habe hinten nicht gekämmt. Hier ist, glaube ich, ein Stück Dread vorne von alleine entstanden. Wenn ich nochmal durchbürste, ist wieder gut. Es tut mir leid. Hier ist ein kleines Stück. Das ist eine von meinen 13 Fragen hier. Da ist ein bisschen Dread, aber nur ganz bisschen. Ich weiß nicht, ob das noch okay ist oder nicht. Dafür gibt es aber hier das ZDF mit dem Format 13 Fragen, die sich damit beschäftigen, ob kulturelle Aneignung diskriminierend ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich meine Meinung dazu jetzt schon äußern sollte oder ob wir die im Laufe des Videos klären. Ich würde sagen, wir gucken erstmal rein, ne? Also wer nicht weiß, was kulturelle Aneignung bedeutet, ist, eine Kultur hat irgendeine Frisur, Kleidung, Musik, irgendwas und Leute aus einer anderen Kultur machen sich das dann auch, weil sie es cool finden. Manche Leute finden das ganz schlimm. Only Rotzpfanne hat abonniert. Danke, Only Rotzfahne, dass du einen Sub verschenkt hast. An Plutorianer. Cooler Name. Ne? Also, ich würde sagen, teilweise kann ich es verstehen, dass man da angefressen ist, teilweise nicht. Ich wollte dazu auch einen Podcast machen. Gast ist schon eingeweiht. Wir sammeln gerade noch Stichpunkte und suchen einen gemeinsamen Termin, wo wir beide Zeit haben. Wird, glaube ich, noch kommen. Aber betrachtet das hier jetzt einfach als Recherche. Ne? Wird noch kommen. Wir sind noch nicht dazu gekommen. Geplant ist es schon länger. Wir haben es noch nicht aufgenommen, also gestreamt und aufgenommen. Ne? Hau raus. Geht ja jetzt schon los, dass bei Yogakursen gefragt wird, darf ich eigentlich. Och, der ist Ulf Poschardt, oder? Oder nee, Jan Fleischhauer? Es ist Jan Fleischhauer, glaube ich. Ne? Das ist der letzte Mainstream-Journalist übrigens. Yogakurse anbieten. Oder Pilateskurse. Oder Taekwondo. Das heißt, was bleibt meinem Sechsjährigen jetzt? Der deutsche Sport, Max Schmeling Sport, also Boxen. Und ich esse nur noch deutsches Essen und sagen deutsche Tattoos. Also ich mag den nicht besonders, aber der Punkt ist, ne? Ich finde das eh dumm. Ich meine, es ist ja, wenn du dich wirklich da, wenn du das nicht einfach so nebenbei machst, sondern wie, ach, heute mache ich mir mal das und das, ohne darüber nachzudenken, was für andere bedeutet, kann man sich natürlich beschweren. Aber wenn man sich jetzt eine bestimmte Frisur macht oder so, macht man ja in der Regel, weil man das cool findet, nicht weil man jemandem was wegnehmen will. Und das wird von den Betroffenen oft auch so aufgefasst. Ich hatte selber mal Dreadlocks gehabt, schon ein paar Jahre her, und habe gleichzeitig in einem Viertel gewohnt, wo sehr viele Schwarze waren, die auch teilweise Dreadlocks hatten. Und viele von denen haben mich auch gegrüßt, einfach so auf der Straße, wenn man an sich vorbeigelaufen ist oder ne, so einem zugenickt oder so. Und die fanden das oft cool. Da ist kein einziger gekommen und hat gesagt, ey, schneid die ab, du darfst das nicht. Die meisten dachten, ey, Brother, ey, what up, man? Ne, ist ja wahrscheinlich jetzt Aneignung, das nachzumachen, aber die Leute fanden das cool in der Regel. Die haben mich als Verbündeten gesehen und nicht als jemanden, der ihnen was wegnimmt. Aber ist ja auch die Umgehensweise der Leute und ey, das ist doch. Es gibt doch eh nicht die eine Kultur. Was ist denn das? Die schwarze Kultur, die weiße Kultur, was für ein Bullshit. Ne? Was ist das? Die Leute mischen sich und das ist doch in Ordnung so. Und man kann sich auch, ne, man kann sich ja auch für was anderes interessieren, obwohl man nicht aus dem Kulturkreis ist oder da geboren ist. Ich habe das schon mal in einem Video gesagt. Ich bin ja ein Deutscher, Bayern sind auch Deutsche, tragen Lederhosen, machen Oktoberfest und so. Ich war da noch nie. In meinem Heimatviertel hat niemand so eine Hose getragen oder so eine Tracht oder so. Ganz selten vielleicht mal, wenn Oktober war und die dann Oktoberfest nachgespielt haben oder so. Aber mein Viertel war voll mit Türken und mit Schwarzen. Das ist mehr meine Kultur als irgendein Bayer. Trotzdem wird sich keiner beschweren, wenn ich mir eine Lederhose anziehe. Ne? Aber wenn ich mir dann jetzt irgendwie, wenn ich mir dann Dreads mache, dann kommen da irgendwelche weißen Mädchen auf Twitter und sagen, das finde ich aber nicht in Ordnung. Ja, dann fick dich doch. Das ist ja der feuchteste AfD-Traun ever. Ja, ist echt so. Yeah. Danke, Coach Sunny. Coach-Sunny hat abonniert. Danke sehr, Coach Sunny. Also, einerseits will man irgendwie Multikulti und dann machen die Leute Multikulti und dann ist das auch wieder nicht recht, ne? Also, das, was er da gerade meinte, ist echt ein Punkt, ne? Also was wäre denn die Konsequenz daraus? Weiße dürfen dies, Schwarze dürfen dies. Ist ja der nächste Schritt zu Ethnopluralismus oder was? Das ist doch Bullshit. Das ist doch einfach Mist. 13 Fragen. Hier kommt die erste. Dreadlocks, Federschmuck oder Hip-Hop?
Ist kulturelle Aneignung diskriminierend? Wenn ihr sagt, ja, nein. Eher ja, dann bitte auf dem grünen Feld positionieren. Und wenn ihr sagt, ich bin schon da positioniert, eher nein, dann bitte aufs gelbe Feld. Ah, Weiße dürfen keinen Hip-Hop. Feld. Eminem soll das lassen jetzt. Der ist zwar auch in einem Viertel aufgewachsen, wo er eine einzige Weiße war, aber der soll das jetzt nicht mehr machen. Ne? Der soll jetzt bitte nach Ohio ziehen und soll Country machen, so wie er auch aussieht. Und bitte. Okay, jetzt wissen wir, wo ihr steht, aber wo steht ihr? Ich weiß es, ich stehe auf der na toll, habt ihr wieder auf die rechte Seite gepackt, jetzt hat er mich fast reingelegt. So habe ich fast gesagt, dass ich auf der rechten Seite stehe. Natürlich nicht, ne? Nur bei dieser Frage da, weil das halt echt einfach, ich finde, das links ist viel, viel rassistischer als rechts bei denen. Also in dem Fall, ne, das von den Feldern her, zu sagen, die Rechte eines Menschen leiten sich von seiner Hautfarbe ab, ist doch das Rassistischste, was man sagen kann. Also wer sich da hinstellt, das ist doch deswegen nicht links, das ist doch, In der Musik, beim Karneval, in der Mode oder beim Essen. Die sogenannte kulturelle Aneignung gibt es ja eigentlich schon seit immer, auf die eine oder andere Weise. Aber die Diskussion darüber hat in den letzten Jahren... Kultur ist übrigens im Wandel, Leute. Wusstet ihr das? ...ordentlich an Tiefe und Schärfe gewonnen. Beispielhafter Vorwurf... Ja, wisst ihr, was da der Grund für ist? Dass die Leute total viel Freizeit haben und dass jeder Vollidiot ein Mikro hingehalten bekommt. Ne, Twitter und Co. Gib mir halt eine Bit. Danke sehr. Ich sitze auf dem Klo, in dem Gift da, ne? Ist ein Klo unter dem Computer. Danke für 100 Bits. Ist halt echt, ey, das ist eine Wurzel vieler Probleme. Das Internet hat so viele tolle Sachen mitgebracht, ne? Das ist eigentlich schön, aber jeder Vollidiot kann sich da einen Account machen und wird für voll genommen. Ne? Die größten Idioten machen sich irgendwelche Twitter-Accounts oder irgendwelche Facebook-Accounts und starten Kampagnen und Shitstorms und Genörgel und bla 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 und dann wird es halt auch geteilt, was sich Leute drüber lustig machen und dann stehen sie dabei hart aber fair oder so und sagen, wir gucken mal, was die Stimme aus dem Volk sagt, wir gucken mal hier bei Twitter und dann hast du da irgendwelche absoluten Trottel, die Bullshit erzählen und man nimmt sie für voll, ne, der dümmste Bauer sagt, ich möchte auch mich mal zum Thema äußern und es stehen fünf Leute mit dem Mikro drumherum und sagen, ja, erzähl mal, kommst auf die große Leinwand. Wurf, Billie Eilish oder hierzulande Shireen David würden sich afroamerikanischer Musik und Mode bedienen, damit ordentlich Asche verdienen. Ja, das hat man ja damals schon bei Elvis gesagt. Da war es aber tatsächlich ein Kritikpunkt, ne? Weil die ja viel schwarze Musik neu vermarktet haben und so getan haben, als hätten sie es erfunden. Oder deren Manager oder so. Ne? Das war ja echt ein bisschen problematisch. Da kann ich auch verstehen, dass man da angefressen war. Aber dass man mitmacht, kann man ja keinem verbieten. Das ist auch immer ein bisschen die Schuld der Zuschauer. Ne? Dass die bei schwarzen Musikern das irgendwie nicht kaufen oder nicht hingehen oder so. Und dann, wenn es ein Weißer das Gleiche spielt, dann schon. Das ist natürlich scheiße. Ne? Aber ja, ist halt, ist das der echte Elvis gerade im Chat eigentlich? Die Anspielung versteht wahrscheinlich keiner. Aber ohne jeglichen Hinweis auf kulturelle oder historische Backgrounds. Ja, das ist ein Problem. Die Frage dahinter ist also, darf man zum Beispiel Hip-Hop einfach als Lifestyle leben, ohne jegliche Reflexion, woher diese Musikrichtung überhaupt kommt? Dürfen Weiß... Ist natürlich schade, aber wie soll man es den Leuten verbieten? Muss man den Leuten einen Hip-Hop-Führerschein machen lassen oder wie? Also dürfen ist ja eh eine falsche Frage. Sollte man das machen, kann man sagen. Man kann Hip-Hopern vielleicht vorwerfen, ey, ihr dummen Wack-MCs, ihr wisst gar nicht, worum es bei Hip-Hop geht. Ihr seid scheiße und einen Diss-Track gegen die machen. Aber man kann es ja nicht verbieten. Kann ja nicht hingehen und sagen, Baggy Pants und Cap her jetzt, du bist kein richtiger Hip-Hopper. Du hast hier die Fragen falsch beantwortet bei deiner Hip-Hop-Klausur. Die Dreadlocks tragen, darf ich mich an Karneval als Geisha verkleiden. Ihr dürft das alle, aber gibt es halt soziale Konsequenzen, dass Leute es kacke finden? Eher nein, sagen die einen, denn kulturelle Aneignung, zumal bei marginalisierten Gruppen, kann eben zur Diskriminierung derer führen. Kann, ne? Das ist ganz wichtig, das Wort. Kann. Kann zur Diskriminierung führen. Nicht wird zur Diskriminierung führen oder sollte, ne? Oder wird, sondern kann. Es kann zur Diskriminierung führen. Vielleicht aber auch nicht, ne? Die ich nachzuahmen versuche. Naja, sagen die anderen, kulturelle Aneignung, das gab es ja schon immer in Musik und Mode und beim Essen und so weiter. Das kann ja auch eine Form der Wertschätzung sein. Ist es ja auch bei Essen. Voll. Voll.
Stellt euch mal vor, es gäbe hier nur deutsches Essen, das wäre ja die Hölle. Was soll ich da essen? Jeden Tag Pommes oder was? Ist doch blöd. Ich freue mich doch, dass es den Falafelmann gibt und ne, den Asia-Imbiss und Kumpir und sowas. Ist doch der Hammer, dass man diese ganzen Sachen hierher importiert, dass du in so einen türkischen Supermarkt gehen kannst und du hast ein ganzes Regal voll Oliven. Hammer! Dann gehst du irgendwie zu Aldi und es gibt eine Sorte. Ich freue mich doch, dass die hier sind und dass die mir diese leckeren Sachen verkaufen. Das ist doch super. Bei 13 Fragen suchen wir den Kompromiss. Die Frage ist, wie sieht der in dieser Frage aus? Und wie kommen die beiden Gruppen am Ende des Tages, am Ende dieser Folge, also näher aufeinander zu? Wahrscheinlich am Ende ist sowas wie Rassismus ist blöd, oder? Und dann kommen sie alle aufeinander zu und sagen, ja, wie immer bei 13 Fragen. Am Anfang gehen sie voll auseinander. Und am Ende, es wird gerade schon aus dem Chat gesagt, Pommes dürfen nur Belgier essen. Ja, das ist ja auch wieder die nächste Frage. Wo ist denn jetzt ein Kulturkreis? Ist es die europäische Kultur, Mitteleuropa, Westeuropa? Ist es Deutschland nur? Zählt Österreich mit zu unserer Kultur dazu? Ist Kultur vielleicht auch nach Bundesländern? Hat ein Bayer vielleicht doch eine andere Kultur als ich? Habe ich eine ähnliche Kultur wie ein Däne oder wie ein Holländer? Ne? Also die Grenzen sind da ja fließend. Da kannst du ja nicht einfach eine Linie ziehen und sagen, Kultur 1, Kultur 2. Das ist ja Quatsch. Wo würdet ihr euch positionieren? Auf der grünen Seite? Ja, kulturelle Aneignung eher problematisch. Oder auf der gelben? Nö, eigentlich ganz okay. Schreibt es mir gerne in die... Das kommt halt drauf an, dass das Blöde daran ist, dass das so ein Sammelding ist. Wenn man jetzt sagt, Weißen muss verboten werden, Dreadlocks zu tragen und Hip-Hop zu machen. Nein, absolut nicht. Aber wenn man dann sagt, ja, Blackfacing ist eigentlich ganz lustig, kann man ruhig mal machen, ne? Dann ist schon wieder, dann vielleicht doch nicht, ne? Es ist doof. Ich bin wieder mal, ich polarisiere nicht genug. Ich sollte das ändern. Ich wäre auch mal zu 13 Fragen und mich auf so ein Feld stellen. Kommentar. Also wenn ihr der Gegenseite in einem Punkt zustimmt, dann dürft ihr gerne einen Schritt nach vorne gehen. Dann dürft ihr mir gerne Bits geben. Danke, Imp auf Klo für 100 Bits. Wenn ihr sagt, naja, grundsätzlich finde ich das, was du sagst, gar nicht so schlecht. Es wurde noch nichts gesagt, du argumentierst schon. Ja, das ist ja immer so, wenn ich hier Videos mache. Ne? Video läuft 2 Minuten, ich laber 12. Also ich quassel einfach drauf los. Ich kriege ein Thema vorgegeben und denke, pop, 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 pop. Bevor der Fleischhauer das sagt, sag ich das, damit mir nicht vorgeworfen wird, dass ich dem das nachsage. Weil das will ich ja wirklich nicht. Ist andersrum gewesen. Der guckt gerade den Stream hier, ne? Der Mann da. Aber da erzählst du wirklich völligen Quatsch. Dann dürft ihr auch gerne einen Schritt zurückgehen. Mein ja. Ziel ist es... Wenn ihr ganz oft sagt, dass ihr Quatsch erzählt, dann kann man auch nach Hause gehen. Ne? So einfach immer weiter nach hinten. Irgendwann ist da dann eine Tür und dann geht man halt nach Hause einfach. Natürlich am Ende möglichst viele von euch in die Mitte zu bewegen, damit wir eben... Stand schon mal jemand auf der Treppe da hinten? Sind die schon mal so oft nach hinten gegangen, dass die am Ende wirklich einfach hier hochgegangen sind? Gab's noch nicht, ne? Ich habe noch nicht alle Folgen geguckt, aber das wäre eigentlich mal ein Move. In Richtung Kompromiss, vielleicht sogar Konsens uns bewegen. Das ist ja das Ziel der ganzen Sendung. 13 Fragen, hier kommt Frage Nummer 2 und die geht an Angelina. Angelina, du bist ja tätig in einem Friseursalon und du beschäftigst dich auch zum Beispiel mit afrikanischer Flechtkunst. Heutzutage würde man vielleicht Braids sagen. Das hast du jahrelang gemacht und dann ergab sich irgendwann ein Shitstorm über dich. Was ist passiert? Also ich praktiziere seit 17 Jahren afrozentrische Haarflechtkunst und... Afrozentrische Haarflechtkunst? Das ist so ein deutscher Begriff, ne? Die haben da wahrscheinlich irgendein viel geileres Wort für, da wo die herkommen. Und die Deutschen sagen, das ist afrozentrische Haarflechtkunst. Wort, Deutschland. Auch spezialisiert auf diese Gruppierungen. Und ich bin mit Gambianern groß geworden, quasi von klein auf und war sehr, sehr tief in dieser Kultur drin, verwurzelt. Und ich würde sagen, seit 5, 6 Jahren ging dann diese Debatte um kulturelle Aneignung los. Und das war dann das erste Mal, dass ich mit so einer Gewalt, sage ich mal, mit diesem Thema konfrontiert wurde. Ja. Ich kenne das aber auch, wenn ich irgendwie rumgehe. Ich habe das mal erwähnt, ich habe zum Teil so ein bisschen Slave in mir. Ist nicht so viel, aber es reicht noch. Ne? Ich gehe draußen rum, wenn ich so einen Adidas-Jogging-Anzug sehe, ich frage direkt, ey Bruder, was für Landsmann? Und wenn er dann sagt, Deutscher, dann, das ist unsers! Wodka, das darfst du nicht! War denn der Vorwurf? Naja, der Vorwurf war, dass ich quasi eine Kultur beklauen würde und mich dann daran in diesem Kontext, in meinem beruflichen Rahmen... Ist halt auch so, ich meine, wenn sie Leuten diese Haare macht, so, dann fallen die halt anderen Leuten wieder aus.
Das klaut denen, das nimmt denen das weg. Bereichern würde, ja. Ohne quasi der Kultur etwas. Ich bereichere mich ja im ZDF-Content, aber ich fühle mich nicht schuldig. Ich habe es ja gekauft. Zurückzugeben. Ich habe das Gefühl, dass von beiden Seiten sehr viel Schmerz, einfach sehr viel Schmerz vorherrscht und sehr viel Vorwurfshaltung. Und ich würde mir wünschen, dass wir da aus diesem Emotionalen ein bisschen rausfinden sozusagen und mehr. Das kann man sich ja in vielen Belangen wünschen, ne? Ins Sachliche kommen, denn. Aus dem Emotionalen raus, mehr ins Sachliche. Sie beschreibt da einfach die komplette Gesellschaft gerade, nicht nur das eine Thema. Ich finde, die Probleme liegen wesentlich tiefer, wenn wir über Rassismus sprechen, als in irgendeiner Frisur. Shannon, würdest du bei ihr im Friseursalon dir die Haare machen lassen? Respectfully not. Alter, hä? Also muss man die überhaupt machen? Die sind übelst kurz. Was müsste denn passieren? Was müsste passieren? Sie müsste schwarz sein, sonst muss die weg. Du sagst, hey, respectfully, yes, ich gehe zu dir in den Salon, weil ich den Eindruck habe, du kennst dich aus mit dem, was du tust und du kennst auch den Background. Ich für mich kann mir das jetzt gerade gar nicht vorstellen, dass ich sage, ich gehe zu jemandem, der... Ich kann mir es gar nicht vorstellen, dass ich mir überhaupt die Haare machen lasse, seht ihr? Lol. Ja, nicht black ist, nicht of color ist. Was ich problematisch finde, wenn... Was ich problematisch finde, ist, wenn man Leuten... Kompetenz anhand ihrer Hautfarbe zuspricht oder abspricht. Egal in welche Richtung, ne? Wenn ich dir jetzt irgendwas an den Kopf knallen würde und sagen würde, ich würde da nur hingehen, wenn das ein Weißer macht, absolut scheiße und daneben. Aber andersrum finde ich es auch daneben. Wenn eine weiße Person einen Haarsalon eröffnet, in dem afrikanische, schwarze Frisuren als Service sozusagen angeboten werden, ist, dass ich an die Menschen denke, die das schon jahrelang machen. Sie oder was? Die Frau, die dir gegenübersteht, die macht das schon jahrelang. Hat sie gerade gesagt. Und jetzt sagst du, die anderen, die machen das schon jahrelang. Sie macht das auch jahrelang schon. Schon von Kindheit auf gelernt haben und einfach nicht die gleichen Zugangsmöglichkeiten haben. Das ist das Problematische für mich. Die können ja gerne auch einen Salon aufmachen. Wäre ich voll dafür. Gib denen Startkapital, lass die einen Salon aufmachen, alles cool. Aber warum ist das so ein tiefergründiges Ding? Die Strukturen, in denen wir uns... Ich glaube, ihr Problem ist, ne, beide wollen einen aufmachen, aber die Weiße hat Startkapital, darf es aufmachen und die anderen haben keins. Das ist natürlich blöd so, aber sie nimmt dir das nicht selber weg. Das Problem liegt viel tiefer und die Wurzeln von dem Problem, was sie anspricht, liegen ganz woanders. Die liegen nicht bei der Einzelperson, die so einen Salon aufmacht. Ne, wie man so oft sagt, don't hate the player, hate the game. Es gibt natürlich rassistische Strukturen, die über Jahre dafür gesorgt haben, dass dunkelhäutige Menschen einen schlechten Start haben. Aber jetzt das den Einzelpersonen, die euch cool finden, eure Verbündeten anzukacken, das hilft doch wirklich niemandem. Bewegen. Die sind per se rassistisch geprägt. Und Haare, wie wir sie jetzt tragen, wie wir sie jetzt sehen, waren oder sind immer noch ein Riesenthema. Im Sinne von, kriege ich den Job, kriege ich die Wohnung, werde ich als sympathisch gelesen oder... Ja, und wenn jetzt Weiße sich eine Frisur machen, mit denen sie als unsympathisch gelesen werden, ne? Das ist unser Ding. Hört auf damit. Wir wollen die Jobs nicht kriegen, nicht ihr. Nicht, das sind alles Themen. Und wenn dann eben zum Beispiel eine weiße Person sagt... Wenn eine weiße Person Dreadlocks normalisiert und damit gut Jobs kriegt, dann könnt ihr vielleicht mit Dreadlocks irgendwann auch Jobs kriegen, weil die Leute sagen, okay, an der Frisur liegt es ja anscheinend nicht. Also... Hey, ich mache jetzt den Braiding-Salon auf, ist per se nicht das Problem. Nur das, was alles mit dahin einhergeht, das ist das Problem. Ja, dass okay. eben die gleiche Person, die, sagen wir mal, von seit Kind an mit schwarzen Haaren auch... BECA21136 hat abonniert. Danke, PK, für dein Prime. Ey, ich find's so komisch. Ich find's übel unsympathisch, was sie da erzählt. Groß geworden ist, wie du es vielleicht auch bist. Also ich kann es teilweise nachvollziehen, aber die Konsequenzen, die daraus folgen, sind halt einfach auch diskriminierend. Ist, ne? Das mag sein. Und gleichzeitig bekommt diese Friseurin zum Beispiel nicht die gleichen Chancen, vielleicht nicht die gleichen Kunden mit den gleichen Ressourcen, um im Endeffekt die gleichwertige Arbeit zu machen, wie du sie tust. Und das ist eben das Problem. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, solange das grundsätzliche System... Ihr Problem sind eigentlich Kapitalismus und Marketing, ne? Kann man ja auch mal so sagen. Das ist eigentlich ihr Problem. Von Machtmissbrauch und Rassismus nicht geändert wird, würdest du jetzt zum Beispiel in einem weißen Braiding-Salon nicht gerne Kundin sein? Ja. Wenn es sich aber ändern würde, würde sich das vielleicht auch wieder ändern.
Ja, also es klingt nach einer Utopie, meiner Meinung nach, auf die ich total gerne irgendwie hinsteuere oder hinarbeite. Und gleichzeitig ist es... Hä, hat die ägyptische Ohrringe an. Ja, aber Ägypten ist ja auch Afrika, deswegen ist das okay. Einfach nicht der Status quo. Hasnain, kannst du das nachvollziehen? Ich kann nachvollziehen, was Sharon sagte, mit dem, dass das System so ist, wie es ist. Dass es Diskriminierung gibt, dass man, wenn man schwarz ist, braun ist, was auch immer... Also POC, dass man eine Wohnung nicht bekommt, dass man einen Arbeitsplatz nicht bekommt, dass man diskriminiert wird, das ist so. Das stelle ich selbst auch in meinem Leben fest. Ja, ist so, das ist scheiße auch. Aber die Lösung kann doch nicht sein, dass ich dann selbst mich auf solche Mechanismen zurückziehe und sage, und deswegen darf jemand, der weiß ist, keinen Salon aufmachen. Und es ist halt echt so, dein Opa hat meinem Opa was Böses angetan, deswegen darf ich dir jetzt was Böses antun. So ist doch keinem geholfen. Ich verweise da auf Martin Luther King, der wortwörtlich gesagt hat, wir dürfen jetzt nicht die Weißen hassen, weil deren Freiheit an unsere Freiheit geknüpft ist. Und da sind auch eine Menge Leute, die in Ordnung sind. Ne? Das sind nicht alle solche Arschlöcher wie die Sklaventreiber. Und ne, der hat ja quasi gesagt, ich möchte, dass meine Kinder nicht an ihrer Hautfarbe bemessen werden. Und jetzt sind da Leute, die Leute nach Hautfarbe sortieren. Ist doch scheiße. Das ist nicht cool. Lass das. Rasterlocken machen. Genauso wie, das geht ja nicht nur um diejenigen, die das machen, sondern auch diejenigen, die Kunden sind. Also deswegen darf zum Beispiel jemand, der weiß es, sich keine Rasterlocken machen lassen. Von mir aus kann sich Dieter aus Deggendorf Rasterlocken machen lassen. Genauso wie Angelina selbstverständlich einen Salon. Ja, jeder soll alle Haare und alle Klamotten tragen dürfen. Kannst du Leuten sagen, dass sie Idioten sind, wenn sie dann irgendwie den Background nicht kennen oder verstehen? Ich mag das auch nicht, wenn Leute Band-Shirts tragen von Bands, die sie nicht gehört haben. Und dann sagen, das Logo sah nett aus. Finde ich auch bescheuert. Kannst den Leuten aber nicht verbieten. Leute haben I Love New York-T-Shirts an, waren noch nie da. Finde ich bescheuert. Aber verbieten? Nee, ist halt, kann man halt sagen, okay, die sehen bescheuert aus. Sind Idioten vielleicht, aber hä? Verbieten ist doch nicht die Lösung. Long machen darf. Das heißt, ich finde es falsch, nach dieser Diagnose, dass die Gesellschaft ist, wie sie ist, dann sich zurückzuberufen und sagen, und deswegen gehe ich nicht zu jemandem wie ihr. Das finde ich falsch, weil damit verhärten wir diese Fronten, anstatt dass wir sie aufbrechen. Ja, es gibt ganz viel, wo angegriffen wird, wo diskriminiert wird, was falsch ist. Und ich finde auch gut, dass wir überhaupt drüber reden. Aber ich würde allen, die sich sofort angegriffen fühlen, sagen, Leute, stellt euch mal ein bisschen zurück und schaut, warum Leute was tun. Wenn sie es tun mit der Absicht zu verletzen, ist es verletzend. Wenn sie es aber tun, weil sie eigentlich wertschätzen oder weil sie es einfach schön finden, ist das keine Verletzung im Grunde genommen. Auch wenn ihr euch selbst persönlich vielleicht verletzt fühlt. Hami. Ich fühle mich auch persönlich verletzt, wenn ich die ganzen Fressen draußen sehen muss, wenn ich sehe, wie geschmacklos die Leute rumlaufen, ob die meine Kultur wegnehmen oder nicht. Alter, ich fühle mich ständig verletzt, wenn ich diese ganzen Leute draußen sehe. Können die nicht zu Hause bleiben, wenn ich rausgehe? Wo fängt denn für dich kulturelle Aneignung im negativen Sinne an? Also was sind deine Erfahrungen damit auch? Ja, kulturelle Aneignung beginnt für mich da, wenn Menschen, Betroffene verletzt werden. Und da liegt die Deutung... Junge, das Gesicht, ey. Oh, Alter, der Fleischhauer. Das sieht so unsympathisch aus. Holy fuck. Halt auch nicht bei Leuten, die nicht betroffen sind. Der Fox-Eis-Trend ist ja gerade sehr prominent und... Der Wachs? Der was-Trend? Habt ihr davon was mitbekommen? Der was-Trend? Fox-Eis? Fuchsaugen? Was ist denn der Fox-Eis-Trend? Und der ist für mich besonders verletzend. Warum? Weil weiße Menschen sich diese Augenform, meine Augenform einfach schminken können, ohne mit den alltäglichen Diskriminierungserfahrungen leben zu müssen. Ich kann am nächsten Tag nicht meine Augenform ablegen. Für mich ist mein Augenform... Kannst du eine Sonnenbrille anziehen? ...aussehen kein Trend. So. Ja, kann ich einen Punkt halbwegs nachvollziehen, aber wenn mehr Leute sich das machen, wofür sie diskriminiert werden... Wofür sie diskriminiert wird, dann ist das ja vielleicht irgendwann gar keine Diskriminierung mehr, oder? Aber ihre Augenform ändert sich ja nicht dadurch, nur die Schminke, die da dran ist. Und wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir... Was ist denn das überhaupt? Fox Eyes? Fox Eyes Make-up. Ja, das ist, wenn man so einen Strich an die Ecken macht. Ja, aber können die Leute doch machen. Ach, das ist das. Na gut.
okay. Aber sie macht das selber auch, ne? Sie hat sich da ja auch so einen Strich an die Ecke gemalt. Aber sie darf das, weil sie hat so eine Augenform. Und Leute, die falsche Augenform haben, denen wird's verboten, oder was? Ich wurde in meiner Kindheit am laufenden Band wegen meiner Augen diskriminiert. Finde ich absolut kacke. Sollte man nicht machen, ne? Keine Frage, aber ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil es bei mir keinen rassistischen Hintergrund hat. Aber ich hatte auch schon das zum Beispiel, ihr kennt doch sicher Chucks, diese Schuhe, Converse All-Star, ne? Die hatte ich damals an, weil ich kein Leder anziehen wollte. Danke, Honig. Danke für dein Prime. Es gab diese Zeit, da hatte ich... HONEK014 hat abonniert. Ich mochte kein Leder, weil Vegetarier seit Kind an und ich fand das einfach nicht gut. Ich dachte, es ist Haut von Kühen, will ich nicht anziehen. Habe ich geguckt, was sonst so gibt, und das waren halt diese Stoffschuhe. Ne? Und danke, Takami. Takami unterstrich hat abonniert. Also da hatte ich mir dann diese Stoffschuhe geholt und andere in meiner Klasse meinten, dass die blöd aussehen und haben da irgendwelche Witze drüber gemacht. Ja, und ein halbes Jahr später war das plötzlich ein Trend und die gleichen Leute, die sich darüber lustig gemacht haben, hatten die dann selber an. Ist jetzt nur so ein Klamottending. Aber ja, das fand ich auch bescheuert, aber ich weiß nicht, ich kann die dummen Leute doch nicht weniger dumm machen. Die vergessen das ja auch wieder. Wenn man denen dann sagt, ey, habt ihr euch nicht neulich noch darüber lustig gemacht über die Dinger, wissen die das schon gar nicht mehr. Ne? Also, das ist öfter schon mal passiert, sowas. Aber dumme Leute sind halt dumm. Dumme Kinder ärgern andere Kinder, das passiert. Aber deswegen jetzt irgendwie sagen, weil ich als Kind dafür geärgert wurde, muss ich jetzt anderen Leuten irgendwie vorhalten, dass sie sich nicht schminken dürfen? Das ist irgendwie nicht die richtige Lösung, finde ich. Wurde Schlitzauge und sonst was gegen den Kopf geworfen. Und jetzt kommt da eine Gigi Hadid oder eine weiße Nina aus der Nachbarschaft, schminkt sich die Augen so und es ist cool. Und das ist eben das Problem. Die Menschen. Ich kann Ihren Punkt absolut nachvollziehen, aber ich finde halt die Konsequenz, die daraus folgt, nicht vernünftig. In der Dominanzgesellschaft entscheidend, was cool ist, was Trend ist, was erlaubt ist. Das ist nicht okay und ja, ich wäre dafür, dass das einfach gelassen wird. Also wenn du in deiner Kindheit gehänselt wurdest, ist es dann nicht eigentlich ganz cool, dass jetzt asiatische Augen plötzlich, dass die Leute... Ja, komm, Leute das haben wollen? Also ich meine, ist also, doch, wenn Jan Fleischauer von Coolheit redet... eher umgekehrt finde ich immer so ein Problem, wenn, sagen wir mal, in... Das war jetzt so klar, dass die nach hinten gehen. In entweder afrikanischen Gesellschaften oder in Indien oder in asiatischen. Er macht es auch echt nicht einfach, ihn sympathisch zu finden. Oder selbst wenn er einen guten Punkt hat, ist einfach so, ach komm, Alter, gern Fleisch auf. In Ländern alle so aussehen wollen wie weiße Hollywood-Stars. Und es gibt tatsächlich in Gegenden, wo viele Dunkelhäutige wohnen, in Jamaika und so, gibt es Bleaching-Creme für die Haut, wo sich die Leute heller bleachen wollen. Total pervers, ist auch richtig ungesund, ne? Aber... Da ist es, bei denen ist es teilweise Schönheitsideal, weiß zu sein, und die schmieren sich irgendeine ekelhafte Bleiche ins Gesicht. Total widerlich, halt, ne, so eigentlich, gut, in der Schönheitsindustrie gibt es andauernd irgendwelche Sachen, die eigentlich total ungesund sind, aber die Leute machen es dann trotzdem. Aber die schmieren sich wirklich Bleiche ins Gesicht, um heller zu sein. Also, das andersrum passiert das anscheinend auch. Das ist nicht cool, aber... Und jetzt also anfangen, entweder ihr Gesicht weiß zu schminken oder irgendwelche Cremes zu nehmen oder versuchen sich die Augen zu vergrößern. Also sozusagen, dass das, was du hast, zum Schönheitsideal wird, kann doch eigentlich nichts Besseres passieren. Ich lebe in Bayern. Was passiert da normalerweise im Oktober? Ich glaube, Jan Fleischauer entspricht dem Schönheitsideal. Oktoberfest. Der Thailänder kommt aus Bangkok am Franz-Josef-Strauß-Flughafen an mit der Thailänderin. Und das Erste, was sie tun, ist, sich eine Lederhose anziehen und ein Dirndl. Sagt irgendjemand in Bayern, das sei kulturelle Aneignung? Nein, der Bayer ist stolz. Irgendwer macht das bestimmt, aber... ...darauf, weil er das als Bestätigung seiner Lebensweise empfindet. Shannon ist ganz nach hinten gelaufen, als Jan angesetzt hat. Genau. Warum? Ich bin komplett raus, weil... Ja, weil von, ihr seid oben, wir sind unten und dann darf man nicht. Ein Aspekt, der jetzt gerade auch tatsächlich schon passiert, wo ich finde, wo nochmal richtig deutlich wird, wie problematisch diese Aneignung ist, dass nämlich auch Stars wie, wie heißt die gute, Kim
Kim Kardashian sich jetzt wieder zum Beispiel ihren Po verkleinern hat lassen oder wieder zur Ursprungsform zurückgekommen. Alter, sie hat den schon vergrößert, der sah aber auch echt komisch aus am Ende, ne? Ich glaube, ich kann kein Bild davon einblenden, aber das war ja so ein Ding. Und man fragt sich dann auch, wie die Leute aufs Klo gehen mit so einem Arsch, ne? Aber ich dachte, sie wäre einfach irgendwie so ein Freak und es wäre so gewachsen, aber okay, anscheinend hat die da irgendwas reingestopft. Weil sie dachte, so viel ist noch nicht, es muss so. Ist. Miley Cyrus hat sich ihre Ästhetik. Aber was hat das jetzt mit Schwarz oder Weiß zu tun, dass die einen fetten Arsch hat? Also fette Ärsche haben auch Deutsche, ne? Geht mal in die Fußgängerzone, meistens sind die dann sonst auch fett. Aber hat jetzt ihre Rap-Phase, ihre Hip-Hop-Phase sozusagen hinter sich und distanziert sich auch von Hip-Hop. Das ist cool, dass sich jemand von Hip-Hop distanziert. In der Country-Branche wieder ein bisschen größer rauszukommen oder mehr Anklang zu finden. Und genau das signalisiert hat, okay, ich utilisiere diese kulturelle Aneignung zu meinen Gunsten, wenn es mir passt, wenn es mir gerade, für mich gerade Alter, komm, was? Musikalisch, künstlerisch mir in die Karten spielt. Und jetzt, wo ich gemerkt habe, den Right-Wing Americans gefällt irgendwie meine Hip-Hop-Anlehnung nicht so sehr. Oder als ob, da wird aber wieder viel reininterpretiert. Könnte sein, könnte auch sein, dass ihr selber das einfach nicht mehr gefällt. Ich kenne das ja auch, dass man irgendwie Videos oder Streams in irgendeine Richtung macht und irgendwann denkt man sich, okay, er hat sich ein bisschen totgelaufen, jetzt geht's mal ein bisschen in eine andere Richtung. Vielleicht ist das mit Musikern ja auch so. Die machen ein, zwei Alben in eine Richtung und dann denken sie, na gut, ist irgendwie doch nicht mehr so mein Ding, ich mach mal Musik in eine andere Richtung. Aber nein, das muss immer böse Absicht sein und das muss immer den Right-Wing-Leuten, ach Bullshit. Nee, nicht so sehr. Und ich brauche die aber und sage jetzt, ich habe jetzt die Phase durch und präsentiere mich auch von der Ästhetik wieder weißer. Also da ist halt wirklich klar, es gibt diesen Umschwung zugunsten von auch finanziellen Profit. Okay. Könnte sein, muss nicht. Das ist ein Argument für dich. Also der Kommerz und der Missbrauch einer anderen Kultur aus Kommerzialisierung von Kultur ist eigentlich das Problem, ne? Es geht doch nicht um die Hautfarbe, es geht um Kommerzialisierung. Fand ich auch komisch, wenn irgendwelche Ed Hardys Punks Not Dead auf ihren Klamotten stehen haben. Für 80 Euro oder so, ne? Das sieht man und denkt, Alter, was soll das, ne? Wenn Sachen kommerzialisiert werden und dann im Hot Topic verkauft werden oder so. Ne, das mag man nicht, aber das ist doch kein Hautfarbending. Das ist einfach ein Kapitalding. Aus Fame-Gründen. Ja. Das ist für dich ein wesentlicher Punkt. Könnte es, und ich versuche dich zu verstehen, könnte es ein Szenario geben, in dem Miley Cyrus ihre Rap-Phase weiter kultiviert und irgendwie. Könnte es sein, dass Miley Cyrus geisteskrank ist und deswegen nicht sicher ist, in welche Phase sie geht, weil sie sich selber sucht, weil sie halt einfach gestört ist? Man muss nicht gestört sein, um sich selber nicht zu finden, aber Alter, hört euch mal ein bisschen an, was die Frau erzählt. Die hat zig Probleme in ihrem Kopf. Die ist nur halb so kalkuliert, wie ihr glaubt wahrscheinlich. Die ist einfach verrückt. Wo man glaubhaft macht, ich finde diese Kultur so großartig, ich will jetzt immer Teil dieser Kultur sein und sie weiterleben. Könntest du dir vorstellen, dass das möglich wäre bei einer Miley Cyrus? Nee, weil ich kann es mir sogar bei mir nicht vorstellen. Ich weiß nämlich, wenn es bei mir nicht so ist, ist es bei Miley Cyrus nämlich auch nicht so. Dass ich zum Beispiel als schwarze Person authentisch eine afroamerikanische Rap-Kultur repräsentieren könnte. Denn ich finde. Könntest du nicht, bist nämlich keine Amerikanerin, ne? Ehrlich gesagt auch deutschen Rap in der Hinsicht oft fragwürdig. Denn da, wo diese Kultur wirklich herkommt, die Umstände, in denen Menschen leben, wirklich gelebt haben, die wurden dann auf eine Art und Weise glorifiziert, die einfach auch gar nicht der Realität entsprochen haben. Und ich habe mich in letzter Zeit. Das ist doch wieder eine andere Baustelle. Ich habe halt viel mit Menschen unterhalten, die wirklich in Projects, in der wirklichen Hood gelebt haben und dachte mir, auf gar keinen Fall würde ich als ich habe Juan. Ja, gut, es ist halt. Deutsche Rapper erzählen von Ghetto und ne, ist halt albern, wenn du es vergleichst mit der Bronx oder so. Oder mit Compton. Und das ist jetzt auch nicht geil, da zu wohnen, aber die meisten viele Leute, die da sind, die wollen da auch nicht sein. Gibt hier natürlich auch Offenbach und Frankfurt und so, da gibt es auch unschöne Gegenden, aber naja, du kannst denen das, glaube ich, nicht erklären. Also es ist wieder wie so eine Diskussion, wo Akademiker darüber reden, wie sich der Pöbel bitte verhalten soll. Ja, die hören dir nicht zu. Ist denen egal, ob du das jetzt sagst oder nicht. Danke, dieser Chris. Dieser _Chris hat abonniert.
Danke sehr, dieser Chris. Ich bin schon ugandische Wurzeln, bin in Bayern und NRW groß geworden. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Project, eine Hood etc. oder noch nie in dieser prekären Situation gelebt, wo ich tagtäglich für gar nichts auf der Straße erschossen werden kann. Und das ist die Kultur, aus der eben Rap kommt. Das ist kein Spaß, das ist nicht cool, das ist nicht witzig, ne? Du findest das nicht witzig. Andere vielleicht schon. Warum wird denn immer so viel von sich auf andere geschlossen? Ich würde da auch nicht wohnen wollen. Manche Leute finden es geil vielleicht. Bullzork hat abonniert. Danke, Bullzork. Also, es gab ja auch viele Rapper, die nicht so unbedingt, ne, die nicht auf der Straße abgeknallt wurden. Also da gab es ja auch noch ein bisschen andere Wurzeln, aber naja, komm. Das, wo es herkommt. Und wenn Miley Cyrus das verstehen würde, glaube ich nicht. Wenn sie es wirklich verstehen würde, glaube ich nicht, dass sie sich... Danke, Spitty. SP1TY hat abonniert. Danke sehr. Hätte Miley Cyrus gewusst, wer Tupac und Biggie sind, dann hätte sie niemals gerappt, ne? Das will sie damit sagen. Versuchen würde, in einem Rap-Kontext zu präsentieren. Denn nicht mal ich würde das tun. Das ist ja interessant, dass wir einen Hip-Hop-Experten neben dir stehen haben. Alex. Nicht mal ich würde das tun. Dann sollte das doch keiner tun. Weiße Kartoffeln dürfen nach der Konsequenz eigentlich keinen Rap mehr machen. Stimmst du zu? Also ich würde gerne diese... Na! Sie dürfen. Es geht ja darum... Sollten sie nicht. Ist es diskriminierend? Mhm. Die weißen Wack-MCs sollen die Schnauze halten. Dass sie sich kulturell Elemente aneignen. Dürfen... Es sollte halt kein Kostüm sein. Wenn die da jetzt mit Afrika Bambaataa-Klamotten rumstehen und sagen, hey, was geht ab, meine fellow N-Words, ne? Das ist ja komisch dann, aber... Man kann es ja auch auf seine Art interpretieren, ne? Wie gesagt, Eminem und Co. geht ja auch. Du willst keine Verbote, aber du findest es problematisch. Also ich persönlich bin Fan von zu vielen weißen Künstlern und Künstlerinnen, um das so unterschreiben. Ich persönlich mag die Musik deswegen der Punkt nicht, aber sonst, wenn man anderen was wegnimmt. Ich stehe auf der grünen Seite, weil ich persönlich sehr froh darüber bin, dass über kulturelle Aneignungen endlich diskutiert wird, auch in meinem Umfeld diskutiert wird. Ich bin eben ein weißer Cis-Mann. Ich profitiere. Von einer ursprünglich schwarzen, marginalisierten Kulturform, nämlich Hip-Hop, verdiene damit mein Geld und es ist das Mindeste. Und das ist ziemlich daneben, dass du das machst, du Sau. Warum machst du denn sowas? Dass ich mich nach Jahren, in denen ich das leider nicht gemacht habe, weil mir diese Diskussion erst über die Jahre bewusst gemacht wurde, darüber nachdenke und Credits gebe eben auch und immer mal wieder irgendwie auch diesen Backjump wage, zurück zu den Wurzeln, wo kommt Hip-Hop eigentlich her, auch wenn... Hast du vorher nicht gewusst. Auch wenn mir das natürlich klar war. Ich bin ein weißer Sissy-Mann. Natürlich irgendwie 90% der RapperInnen, mit denen ich mich irgendwie beschäftige oder die ich zum Interview treffe, irgendwie weiß sind. So, die Wurzeln liegen woanders. Zählt das jetzt weiß, wenn das RapperInnen aus Deutschland, wenn die aus dem arabischen Raum kommen, sind ja auch viele. Das sind ja dann 90% ist ja dann übertrieben, oder? Aber nicht, wenn du da in Offenbach Hafti und Abdi und so triffst, oder? Also das ist, die sind ja so weiß sind die ja auch nicht. Ich dachte, da macht man jetzt schon irgendwie die Linie. Ich habe lange gedacht. Ah, okay. Was war das denn für ein Cut gerade? Da war ein Frame eben, oder? Mit so einem Gesicht. Gedacht. Naja, egal. Ah, okay, Hip-Hop finde ich cool, ja. Hip-Hop King der Welt ist Eminem. Alter, was? Big L? Ne? Ey, Eminem ist schon cool, aber ey, MF Doom und Big L. Ne? Das ist ja nochmal eine Nummer. Hip-Hop-Kings in Deutschland sind Agro-Berlin, so, ne? Wack! Hip-Hop-Kings in Deutschland sind Agro-Berlin. Ne? Retro-Gott. KIZ und so, ne? Das ist cool. Agro-Berlin, ey. Vielleicht verkaufen die ganz gut. Ey, Hip-Hop-Kings in Deutschland, Agro-Berlin. Beste Berlin Emma Eskulin, ne? Da ist auch ein Schwarzer bei. Das darfst du gut finden jetzt. Hast die Erlaubnis vom letzten Titan. Ne? Also mit diesem Hip-Hop-Verständnis bin ich irgendwie aufgewachsen. Das hat mir auch MTV irgendwie so suggeriert. Und erst im Laufe der Jahre und durch diese aufkommende Diskussion um kulturelle Aneignung habe ich mich darin irgendwie ein Stück weit reflektiert, weiß natürlich,
bin noch nicht am Ende dieses Reflexionsprozesses angelangt. Ist nicht Hip-Hop genau das Paradebeispiel dafür, was entstehen kann, wenn man aneignet? Ja. Und ich meine, wir haben... Sixten hat mehr für den Feminismus getan als Susie Grime und Ali Schwarzer zusammen, indem sie gezeigt haben, dass auch Frauen Wack-MCs sein können. Die Atzen gibt's jetzt auch ohne Pimmel. Immer noch scheiße. Ja, also ich meine, aus Hip-Hop ist ja noch viel mehr entstanden. Auch die ganze Soul-Music, Rock'n'Roll, all das in ihren verschiedenen Variationen, die wir... Ja, echt mal, ey, dass fucking Elvis als King of Rock'n'Roll bezeichnet wird. Chuck Berry ist ja wohl viel geiler gewesen. Ne? Jetzt habe ich's gesagt. So, King of Rock'n'Roll, Chuck Berry. Geh zur Seite, Elvis. Wir haben eine kulturelle Vielfalt, die sich entwickelt hat. Ja, so. Mit einer großen Gemeinsamkeit. Es sind alles im Prinzip marginalisierte, auch teilweise, ich sag mal, protestgetriebene Kunst, Kulturformen, die allesamt von weißen Dominanzkulturen ja wiederum angeeignet wurden. Ja. Weiße Dominanzkulturen. Deswegen glaube ich, ist es nicht optimal gelaufen und da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ich denke, gerade wenn wir jetzt über Hip-Hop sprechen, dann wäre es ein guter Ansatz, zum Beispiel zu sagen, gut, also Bildungsarbeit muss stattfinden, Credits geben, wie kann das aussehen im Fall von Hip-Hop? Ja, Shoutouts oder so, wenn ein paar weiße Rapper ein bisschen öfter sagen würden, Shoutouts to MF Doom, yo my man, all caps when you spell the man name, sheesh. Hol dir vielleicht nicht eine schwarze Tänzerin, die irgendwo vierte Reihe im Background tanzt, sondern zweite Reihe. Und dann mach mal ein Feature mit einem Künstler vielleicht, der tatsächlich die marginalisiert. Don Romano hat abonniert. Danke, Don Romano. Ich habe im MC Boogie Podcast von Tarek K.I.Z. gehört, dass damals im Royal Bunker mehr Leute Features mit Tarek wollten als mit den anderen beiden von K.I.Z., weil das für Deutschrapper damals voll das Ding war, dass sie ein Feature mit einem Schwarzen haben. Also so auch so, total komisch, dass sie so wie so eine Token-Figur dahingestellt wurden. Aber in Hip-Hop passt es, glaube ich, als Schwarzer nicht unbedingt schwerer. Ne? Da ist ja, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber da ist ja teilweise sogar eher andersrum. Ne? Da gibt es ja Leute, die das sogar eher geil finden. Position hat und die Perspektive und daran eben mit profitieren kann, also damit Geld verdienen kann. Also zum Beispiel in meinem Fall... Ich würde ein Feature machen mit einem Rapper, den ich cool finde. Ja? K.I.Z. würde ich mit allen dreien ein Feature machen, egal wie die aussehen, weil die alle ganz cool sind. Ist mir jetzt egal, welche Farbe die haben. Ne? Danach sollte man nicht gehen. Ob man jetzt ein Feature mit Retro-Gott macht oder mit Nepomuk, beide sind cool. Ich bin Hip-Hop-Journalist, ich habe mir vorgenommen, mehr eben selber... Aber keins mit Drake, der ist wack. ...zu lernen über die Roots dieser Kultur und darüber eben auch aufzuklären auf den Plattformen, die mir zur Verfügung stehen. Aber du hast auch wieder den Punkt ins Feld geführt, nämlich Machtstrukturen erstmal sich dessen gewahr werden. Du mit deinem Studenten-Rap. Rap mit Abitur, aber auch mit Beleidigung. Ja. Und sie ernst nehmen und versuchen, sie aufzubrechen, indem man... marginalisierte Menschen mit reinholt, über ein Feature hast du jetzt zum Beispiel. Genau. Und die können, warum kann man die nicht einfach mit reinholen, wenn man die cool findet? Eben nicht nur so low-key mit reinholt, weil ja, irgendwie mit reinholen passiert irgendwas im Hintergrund, sondern irgendwie wirklich... Für den Spruch mit Rick. Danke für die 100 Bits. Als ProtagonistInnen mit reinholen. Jan, kannst du mit dieser Argumentation mitgehen, dass du sagst, Mensch, wir werden uns dessen bewusst... Klar, Bildungsarbeit, man sagt ja bei jeder Sendung am Ende, wir brauchen... Haben die den eingeladen, damit die Gegenseite unsympathisch aussieht? Mehr Bildung, das stimmt schon auch, aber eine Aufmerksamkeit erzeugen, Wissen erzeugen und dann im Wissen der Machtstrukturen besser damit umgehen können? Also letztlich ist ja das, was ich dann auch gesagt habe, also eigentlich findet sie es Rap, weil es eben aus dem Ghetto kommt. Rap? Was ist das für ein Allmann, ey? Ja, das mit dem Rap, diese Rapmusik. Ne, also das mit den Beleidigungen, ich höre ja nur Mozart. Ich benutze eine Serviette. Eine Sache schwarzer Leute und da sollten die Weißen die Finger von lassen. Und wenn ich das weiterdenke, muss ich eigentlich auch sagen, das gilt auch für die Konsumenten. Hm. Das ist eine bittere, bittere Nachricht für alle, die mit Rapmusik Rapmusik. Millionäre geworden sind. Die noch Millionäre geworden sind, ist für die es gut. Aber die noch Millionäre werden wollen, ist schlecht. Wenn also mein Publikum nur noch dann besteht aus schwarzen Leuten. Rap. Danke, danke Spitty. Und ich sag mal, diejenigen schon mal rausnehme. Die ey, diese Leute, die Rapmusik sagen und so aussehen wie der Fleischhauer, ne? Kannst du Rudi ausbütteln und Trete ausweiden grüßen? Kann ich machen, Grüße. Ha,
Ich habe es jetzt nicht mal ausgesprochen, aber ihr seid gegrüßt. Ey, das ist, es erinnert mich daran, ich war mal in einer Dönerbude, in meinem Lieblingsdönerladen, hab mir was, was ohne Fleisch geholt und dann kam so ein Allmann rein, der sah ein bisschen aus so vom Typ wie der, ne, auch mit so einem Anzug und so einem Kordding, so ein, ne, oder was auch immer, das ist aber auch so ein komisches Jackett und Hemd und so eine Hornbrille und dann kam der rein und fragte den Dönermann, was ist denn ein Lamakuhn? Ist das ein Kuchen? Und man guckt den an und denkt, oh, Kartoffel, du Allmann. Die Hauptkonsumergruppe in Amerika sind, nämlich alle weißen Mittelschichtskinder, dann wird es jedenfalls finanziell schon mal enger. Und ich, ja, weil so ein Album halt 20 Euro kostet und das können sich halt nicht alle leisten. Ne? Frag mich, welches Gesellschaftsbild steckt dahinter? Ich meine, unsere Kultur besteht aus Aneignung. Die Kartoffel, obwohl wir... El Russell hat abonniert. Der 20. ist der ranzigste. Das ist richtig. Danke, El Russell, für den ranzigsten Monat. Dass Kartoffeln genannt werden, kommt nicht aus Deutschland. Wird für viele Leute eine große Überraschung sein. Nein, sie kommt aus Südamerika. Wenn ich Jan richtig verstanden habe, Shannon, dann ist... Alter, das ist einfach eine kulturell angeeignete Beleidigung. Also was kommt dann aus Deutschland? Steckrüben oder so, ne? Kann man ja auch sagen. Es wurden ja auch teilweise Krauts genannt, aber... Sauerkraut wird auch in anderen Ländern teilweise mehr gegessen als in Deutschland. Auch wieder doof, ne? Man kann uns doch einfach Allmanns nennen. Deine Auffassung von kultureller Aneignung dazu... Ist halt echt so ein Ding, also ab von wann bis wann ist Kultur? Wo ist Kultur? Ist meine Kultur deutsch, weil ich in Deutschland aufgewachsen bin? Sind es Germanen, Teutonen, Schlesier, Pommern... Weiß ich nicht, was ist denn dann meine? So, hat das nicht was damit zu tun, was ich persönlich gut finde, in welchen Kreisen ich mich bewege und nicht auf welchem Fleck ich geboren bin, welche Haut ich habe oder so? Ich will, dass das keine Rolle spielt, für gar keinen. Für niemanden, der da anwesend ist, egal welche Farbe die haben, egal wo die herkommen, das sollte kein Ausschlusskriterium sein. Auf die Zukunft möchte ich zusteuern. Könnte dazu neigen, dass wir kulturelle Vielfalt aufgeben. Richtig verstanden? Ich finde, man muss so ein bisschen gucken, dass die Spalten, in denen wir halt argumentieren und diskutieren, irgendwie so ein bisschen ähnlich bleiben, weil sonst kommen wir so auf gar keinen grünen Nenner. Und ich würde mich total freuen, wenn es uns gelingen würde, auf einen grünen Nenner zu kommen. Denn Ziel, finde ich, ist nicht zu sagen, oh, jeder muss in seiner eigenen Spalte bleiben, sondern im Idealfall lernen wir alle voneinander, von den unterschiedlichen Kulturen, aber mit welcher Haltung? Da ist übrigens, Azuragon hat da einen Rechtschreibfehler. Der hat gesagt, das ist Sudetenland. Ich dachte schon, du hast Süddeutschland geschrieben. Sudetenland ist meine Kultur. Ich habe erst gelesen, dass du geschrieben hast, Süddeutschland ist meine Kultur. Und da dachte ich, da hast du ein K und ein M vertauscht. Ne? Süddeutschland ist nämlich gar keine Kultur. So, jetzt habe ich es gesagt. Spätzle, scharfe Häuslebaue. Ne? Was hat denn das mit Kultur zu tun? Bäh. Und mit den Machtpositionen und Privilegien, die unterschiedlich halt Sudetenland geschrieben. Die Leute eben auch haben, geht einfach auch eine gewisse Verantwortung mit einher. Ich möchte aber noch mal was zu den Augen sagen, zum Beispiel, wenn ich das ja, noch mal darf. Klar. Das ist mir sehr wichtig, weil ich finde, ich kann diese Verletztheit total nachvollziehen, ja, dass man diskriminiert wurde, dass man blöde. Ich finde ihn bisher am besten. Der gefällt mir am besten von der Haltung und auch von den Argumenten her. Und ist mir auch sympathisch, den mag ich. Sprüche und Begriffe, die ich gar nicht wiederholen möchte, gehört hat und so weiter. Mir geht's halt auch so, ich kann schon die Verletztheit der beiden, die eben gesprochen haben, nachvollziehen. Aber irgendwie die Praxis, die daraus folgt, zu sagen, Gruppe 1, Gruppe 2, das gefällt mir einfach nicht. Es gibt halt überall, gibt's irgendwelche Bad Actors oder Leute, die irgendwie Kacke Bits. Sein so wollen zu dir. Word. Danke sehr. Es gibt ja auch, ne, es gibt ja auch nicht immer nur die Schwarzen und die Weißen. Es gibt auch, danke, nur die Rotzfahne. Und die Rotzfahne hat abonniert. Danke sehr. Es gibt halt auch Schwarze wie Condoleezza Rice und Colin Powell, ne? Das sind jetzt auch, die sind zwar äußerlich schwarz, aber die, ne? Sind die so schwarz? Nicht das, was du dir darunter vorstellen würdest. Es gibt eine tolle Lösung für das Problem von Morgan Freeman. Ich habe das in meinen Discord mal, mein Telegram mal gepostet. Das kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich es ganz einblenden. Mache ich einfach. Besamungsfachmann hat abonniert.
Danke, Besamungsfachmann, für dein Prime. Hier, Morgan Freeman on Black History Month. Geht nur eine Minute. Wir gucken es uns kurz an, weil ich es sehr wichtig finde. Das ist eine Lösung, die ich super finde. Wir müssen es ja nicht ganz gucken. Black History Month, you find ridiculous. Why? Ich hoffe, ihr könnt Englisch, ne? You're gonna relegate my history to a month? Oh, come on. What do you do with yours? Which month is White History Month? 11 Monate. Well, come on, tell me. Well, I'm Jewish. Okay, which month is Jewish History Month? There isn't one. Oh, why not? Yeah. You want one? No. I don't either. Super, oder? Alter, dieser Typ ist der Hammer. Morgan Freeman, Daryl Davis, solche hammertollen Leute. Es gab auch einen geilen Stand-up dazu von Bill Burr. Ich weiß, es läuft erst eine halbe Minute, die Hälfte, ich habe es unterbrochen, aber Bill Burr hat sich auch darüber lustig gemacht, dass Pride Month ist mitten im Sommer, schönes Wetter, ein langer Monat, ne? Ist ja Juli, glaube ich, ne? Ist toller Monat, alle sind draußen, haben gute Laune. Black History Month, Februar. Kürzester Monat von allen, scheiß Wetter, Monat, wo alle Kacke drauf sind, da kommen die Schwarzen hin. Ne? Es ist so ein Stand-up, der das so ein bisschen vergleicht. Da werden sich wahrscheinlich wieder einige aufregen, die es nicht ganz verstehen. Das ist Comedy, ne? Aber Schwule haben es auch nicht immer einfach. Wurden jetzt halt aber nicht in Ketten aufs Feld gestellt, ne? Ist nochmal ein bisschen was anderes, ne? I don't want a Black History Month. Black history is American history. How are we going to get rid of racism and stop talking about it? I'm going to stop calling you a white man. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. Hammer. I know you as Mike Wallace. You know me as Morgan Freeman. Ja, genau das. Einfach genau das. Bitte nicht andauernd, Alter. Nicht andauernd meine Kultur, deine Kultur. Was für ein Scheiß. Unsere Kultur. Wir sind ein Multikulti-Schmelztiegel mit allem drin. Ob du jetzt in Berlin bist oder in sonst wo, es ist nicht überall in Deutschland. Da gibt es auch diese dämlichen Zonen, wo nur Deutsche wohnen, aber die sind scheiße. Mir gefallen die nicht. Ne? In Frankfurt hat es mir auch nicht gefallen, aber in Berlin und Hamburg und auch in Teilen von Niedersachsen sind recht viele Ausländer und es ist cool. Und es ist doch in Ordnung, die haben andere Lebensrealitäten teilweise, aber das hat dann auch noch irgendwie mit Armut zu tun und mit sowas und schlechteren Zugängen hier und da. Und daran muss man natürlich arbeiten, aber immer nur, wir sind die, ihr seid die, was ist das für ein Mist? Oder müssen wir hinter uns lassen, oder? Danke sehr, Kofferbaum. Word. Ach, ey, keine Ahnung. Mir ist das auch teilweise nicht aufgefallen. Also, ich habe das, ich war lange Zeit sehr eng mit einem, weiß nicht, ich glaube, ich kann den Schwarzen nennen, befreundet. Und dann haben manchmal gemeinsame Freunde, die uns erst kurz kannten, irgendwas angesprochen, so was für uns nie Thema war. Wir waren einfach Freunde, so ich hab das irgendwie gar nicht so wirklich gewusst. So da gab es eine Szene, da bin ich mit meiner Ex-Freundin mit dem Auto gefahren und hab meinen Kumpel mitgenommen und er saß halt hinten. Und weil sie neben mir saß, ne? Meine Freundin hat halt einfach neben mir gesessen, die saß immer neben mir und Gäste haben dahinter gesessen. Und sie hat dann irgendwann, als er kurz was holen war, gesagt, sag mal, meinst du, er findet das komisch, dass er hinten sitzt? Und ich so, ja, wieso, hä, die anderen sitzen doch auch alle hinten, warum? Und ja, du weißt schon, ne, und wie, was weiß ich? Ja, der ist schwarz, der sitzt hinten im Bus, ne? Und ich dachte so, hätte das wäre uns beiden nicht eingefallen. Sie kommt irgendwie von außen und nimmt sowas an, aber hä? Alle anderen Freunde sitzen auch hinten. Das hat nichts damit zu tun. Und oft wird irgendwie sowas so reininterpretiert an so eine Stelle, wo es egal ist irgendwie. Und wir sollten einfach ein bisschen das mal lassen, oder? Weiß ich nicht. Ich habe Freunde, die sind aus irgendwelchen bestimmten Kreisen und man vergisst es einfach irgendwie. Es wird einfach, man muss es ja nicht immer thematisieren. Ich finde es auch unangenehm. Also es gibt auch so, ich kannte auch einen Juden mal, also russischen Juden, der, also war der auch nicht so ganz irgendwie, war nicht mal beschnitten, ne? Der war nur irgendwie, hatte einen in der Familie, aber der hat das andauernd zum Thema gemacht. Und
die ganze Zeit so gezwungen, irgendwie, egal was war, auch wenn es keine vernünftige Vorlage gab, hat er versucht, irgendwie einen Judenwitz draus zu machen über wir Juden. Und das war irgendwann unangenehm. Und man dachte, hey, was? Irgendwie muss es doch nicht immer sein. Das ist doch irgendwie auch egal. Der hat das ja nicht praktiziert oder so. Der wollte einfach, glaube ich, irgendwie eine Ausrede haben, so Witze zu machen. Kann man natürlich auch mal, ne, wenn es irgendwie passt und ein Gag, irgendwie ein Gag ergibt, aber weiß ich nicht. Man muss es halt nicht immer machen, ne? Und man muss auch nicht immer drauf gucken. So, ich sehe meine Freunde einfach als Menschen an und gucke nicht immer so, oh, welche Farbe hat der denn? Da muss ich für den jetzt irgendwie andere Regeln oder so. Das ist doch total asozial. Das mag ich nicht. Alter, ich habe mein Leben lang immer wieder Sprüche gehört wegen meiner Hautfarbe. Ja? Möchte ich auch gar keine Begriffe nennen, aber da kann man sich vorstellen. Ja, ja? Wenn man braune Haut hat, bekommt man Sprüche zu hören. Das K-Wort, ne? Wenn man das hier bei Twitch sagt, Leute wissen gar nicht, hä, was meint er denn mit K-Wort? N-Wort kann sich jeder was drunter vorstellen. K-Wort würde ich auch nicht so gerne aussprechen. Weiß gar nicht, ob es da Ärger hier gäbe. Aber in deiner Logik müsste ich jetzt sagen, jeder Weiße, der sich bräunt, der sich sonnt, macht etwas Problematisches. Das finde ich nicht in Ordnung, weil ich habe braune Haut, ich erlebe das. Ihr entscheidet euch frei, euch zu bräunen. Bräunen darf man nicht mehr. Das fände ich absurd. Natürlich darf sich jeder bräunen. Es ist doch schön, wenn jemand dieses Ideal übernimmt. Und trotzdem kritisiere ich diejenigen, die mich beleidigen wegen meiner Hautfarbe. Das heißt, diejenigen, die dich beleidigt haben wegen deiner Augenform, dass du die kritisierst, bin ich sofort bei dir. Und wenn die sich jetzt auch noch die Augen so formen würden, wie, oder schminken würden, wie du sie hast, würde ich sie auch kritisieren und sagen, aha, ja, vorher hast du mich blöd so und so genannt und jetzt machst du es selbst. Das finde ich ja so. Ja, das ist auch so eine Sache, ne? Also es sind ja nicht alle Weißen eine Gruppe. Wenn manche Weißen dich dafür verarschen und die malen das selber, klar, verstehe ich. Aber wenn es dann andere sind, die hätten dich vielleicht damals nicht geärgert. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich jemals jemanden aufgrund seiner Hautfarbe verarscht habe. Also, ne, und also, das ist jetzt das Thema mit Augen, aber ich glaube, ich habe mich noch nie irgendwie über einen Asiaten lustig gemacht und irgendwie die Augen blöd nach hinten gezogen. Ich finde es maximal unsympathisch. Aber wenn ich mir das jetzt malen würde, würde sie trotzdem sagen, aha, du als Allmann. Ich stehe nicht für die Leute, die dich da verarscht haben. Ich mag die auch nicht. Ne? Also, richtig, aber grundsätzlich zu sagen, es wäre problematisch, dass Menschen, die eben nicht ostasiatisch gelesen werden, dass die jetzt also sich die Augen so formen, das finde ich also absolut nicht problematisch. Es ist in Ordnung. Ich würde das auch als... Rami, das doch, klingt doch plausibel. Das Problem ist, zum einen, es wird auch Stereotype reproduziert. Also nicht jeder asiatisch... Was stand da drunter? Wir müssen einen empathischen Umgang mit den Kulturen anderer Menschen pflegen. Ja, würde ich zustimmen. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, bei dieser Sendung wird irgendwie relativ wenig oder relativ spät oft erklärt, wer die Leute überhaupt sind. Ich würde mir so eine kleine Vorstellungsrunde manchmal wünschen. Also, ich weiß immer noch nicht, wer sie ist eigentlich. Oder sie, ne, wenn ich so im Bild bin. Bei Jan Fleischhauer wusste ich, was der macht. Manchmal steht da ja auch irgendwie, wenn die was machen, steht da drunter irgendwie Hip-Hop-Journalist oder Buchautor oder irgendwas. Aber bei manchen stehen die da irgendwie und man kriegt es gar nicht so richtig mit, was die machen und wo die herkommen und wer das ist. Irgendeine Bloggerin ist sie. Okay, das habe ich übersehen. Aktivistin, Bloggerin. Okay, ja, das ist, ja, kann ja heutzutage sein, aber weiß nicht, ich würde mir ein bisschen mehr Vorstellungsrunde wünschen, weil ich sehe halt, so ein Gespräch geht los zwischen zwei Gruppen und ich kenne die Gruppen gar nicht, ich weiß gar nicht, wer die sind. Ich würde mir mehr wünschen, dass da von vornherein direkt sagen würde, das ist Hami, sie ist Aktivistin, sie ist Bloggerin oder irgendwas. Auch ne? Stereotype reproduziert, also nicht jede asiatische oder asiatisch gelesene Person hat zum Beispiel solche Augen. Aber wenn man sich ja an alle... Ne, zum Beispiel Iraner sind ja auch Asiaten oder Syrer, ne, oder Russen. Zum Teil, manche, nicht alle, ne, sind ja auch alles Asiaten. Genau gleich. Weil es ist eigentlich, ist es auch rassistisch, dass man, wenn man Asiate sagt, dass man eher an Ostasiaten denkt? Also ich, wenn ich höre Asiate, dann wird von jemandem, ich weiß mit ziemlicher Sicherheit, dass jemand, der Asiate sagt, dass der nicht Iraner meint. Oder dass der auch keine Leute aus Sibirien oder irgendwie sowas meint. Oder Inder, selbst Inder, obwohl es total viele sind. Wenn die Leute Asiate sagen, denken die nicht an Inder in der Regel. Die denken an Japaner, an Vietnamesen, ne? Aber
Iraner und Syrer sind aber Araber. Ja, aber das liegt in Asien, ne? Dieser Fox-Eyes-Trend, der ist halt, das ist genau klar definiert, wie die Augen geschminkt werden. Und wenn sich alle jetzt diese Augen schminken und sie sehen, und andere sehen das und denken, ah ja, das sieht ja... In Sibirien haben die eigentlich schon diesen Phänotyp wie Mongolen. Gut, teilweise, ne? Aber es gibt doch auch Russen im asiatischen Teil von Russland, die eher wie die Russen aussehen, die wir uns vorstellen, oder? Asiatisch aus, dann wird eben diese Stereotype von asiatisch gelesenen Augen reproduziert. Und das Iraner sind Perser. Ja, aber dann... Danke, Olkon, für den Raid. Jetzt muss ich das schon wieder schneiden. Verdammt. Wahrscheinlich wird das eh geclaimed. Und von den 13 Fragen darf man, ne? Das ist das Problematische daran. Okay. Hätten wir jetzt im Globus sozusagen nur... Im Globus? Glaubt sie etwa an die Hohlerde im Globus, innen drin? Den Fox-Eye-Trend? Ja, mein Gott, dann, ne? Haben wir alle Besseres zu tun, als uns jetzt um diesen Fox-Eye-Trend alleine zu kümmern. Aber es geht einfach um die Vielzahl. Es geht darum, es geht um Verkleidungen. Es geht darum, dass ich mich eben kommerziell wesentlich besser darstellen kann, positionieren kann. Es geht nochmal, also... Wir reden wirklich um Lebensraum, den manche Menschen einfach verwehrt bekommen und andere dafür aber wieder gepriesen werden. Er hat wieder schlechte Laune, oder? Er sieht immer schlecht gelaunt aus. Es ist so eine riesen Vielzahl. Es ist genauso verkehrt zum Beispiel, sich eben als KZ-Insasse zu verkleiden. Ach, das ist ja doch nochmal was anderes, oder? Die Leute, die machen sich ja auch, wenn die was mit Hip-Hop zu tun haben, die verkleiden sich ja nicht als Baumwollarbeiter oder sowas. Epstein hat sich nicht entlebt. Das stimmt. Hat er echt nicht. Nicht sich selber zumindest. Es ist auch echt, Rammstein-Blaming ist echt daneben. Also, guck mal, du würdest doch nicht sagen, KZ-Insasse sein ist die jüdische Kultur. Also sag das mal einem Juden, das ist ja ultra beleidigend. Was soll das denn? Das hat ja nochmal, das ist ja nochmal was völlig anderes. Warum? Weil einfach so ein Riesengräuel damit einhergeht, mit der Geschichte, die sich, ja. die damit einfach einhergegangen. Aber das ist KZ-Insasse sein ist was anderes als die Kippa zum Beispiel, ne? Ist. Und da wir ja verstanden haben, wie schrecklich. Der Vergleich, der hinkt, aber ganz schön. Das war. Warum sollte es witzig sein, sich so zu verkleiden? Denn was da passiert ist, dass einfach Menschen so karikatiert werden. Karikiert. Ich würde gerne wissen, verstehst du den Punkt auch? Das ist ja nun ein sehr drastisches, aber extremes Beispiel. Ja, das ist wirklich, was anderes. Also, Na gut, es geht um marginalisierte Gruppen. Die marginalisierte Gruppe KZ-Häftling. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob ich mich als... Native American. Wo? Was? Als Sklave verkleiden wir. Ich gehe als Sklave auf eine Party. Ja. Oder würde ich mal sagen, also sagen, als Leidensfigur, ja. Das ist ein komisches Kostüm. Aber das ist ja nun was anderes, als ob ich mich als Indianer in diesem Fall, Häuptling oder Pirat oder Native was. American. Und das ist interessant. Warum ist es ein Unterschied? Als Sklave? Naja. Es gibt sogar, ich kenne einen Witz von Slavoj Žižek, der meinte, dass die Native Americans das gut finden, Indians genannt zu werden. Teilweise, welche die er kennt, weil der Name selber ein Zeugnis dessen ist, was die Weißen, die damals kamen, für Trottel waren. Dass sie dachten, dass sie in Indien sind. Ne? Und sie deswegen Indians genannt haben. Dass das noch so ein Zeugnis dessen ist, dass White Man's Stupidity, dass die dachten, sie wären in Indien. Sklave und Native Americans heißt das. Native American zum Beispiel. Der Indian. Guck mal, man sagt doch zum Fleischhauer auch nicht Native German. Du bist kein Native German. Was? Hä? Ja, heute, sagen wir mal, glaube ich, sieht sich jetzt nicht notwendigerweise als Leidensfigur. Es gibt sehr viele Leute, die sehr stolz auf ihre Herkunft sind. Alle gehen zurück. Ich habe die ganze Diskussion um den Indianerhäuptling nicht verstanden, ehrlich. Das ist ehrlich, ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen seltsam, dass man da wieder so ein, da übersetzt man so ein Amerika-Problem. Hier gibt es eine Menge Leute, die als Gastarbeiter aus Italien oder Griechenland gekommen sind oder auch Türken, die hier sind, die auch Diskriminierung erleiden. Aber man macht sich hier Gedanken über die Native Americans, von denen vermutlich niemand das mitbekommen wird. Wenn du dir hier einen Federschmuck machst, dann kriegt es von denen keiner mit. Kann man das von Solidarität reden oder so. Aber wenn ihr in Köln auf den Karneval geht und ihr tragt einen Federschmuck auf dem Kopf, die Native Americans aus Amerika, die werden das nicht mitkriegen. Die interessieren sich einen Scheiß für euch. Die werden das nicht wissen. Aber wenn du dann hier Erkan und Stefan machst und du machst dir so ein Schnurrbart und sagst, ich bin der Türke und eigentlich ist ein Deutscher, ne?
Der wurde noch nicht gecancelt. Nicht gesagt. Also ich habe 4 Jahre in Amerika gelebt. Es gibt keinen Indianer in Amerika, der an dem Wort Indianer Anschluss nimmt. Es gibt den Indian, ja, es gibt sie schon. Sie geht jetzt echt nach Hause. Könnte er sie nicht einfach die ganze Zeit so hart provozieren, bis sie wirklich aus dem Studio rausgeht? Es gibt, also es ist kein, in Amerika kein, auch unter den Indianern kein problematischer Begriff. Oh, wow, 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 wow. Sie hat richtig Spaß gerade. Das heißt, glaube ich, Indian National Congress. Das ist die. Der Begriff Indianer stammt aus der Zeit des Kolonialismus. Damit steht die Bezeichnung auch für die versuchte Ausrottung der indigenen Volksgruppen durch Massenmord und Zwangsarbeit. Der Begriff steht dafür, dass Kolumbus dahin gefahren ist und gesagt hat, Moin, ich bin in Indien, na Inder? Dafür steht das, dass Kolumbus ein Idiot gewesen ist. Dafür steht der Begriff. Oberste Standesversammlung der Indianer in Amerika. So, das ist natürlich eine Vorstellung wiederum von, weiß gar nicht, wo das herkommt, vom Grünen Parteitag, wo Leute das Gefühl haben, könnte ein schwieriger Begriff sein. Wir versuchen. Oh. Die wird am Ende, glaube ich, nicht wieder in der Mitte ankommen. Die ist schon viel zu weit weg. Rückgängig zu machen, den Prozess der Globalisierung des Kapitalismus. Da kann man drüber klagen. Das ist natürlich so, dass unser System besteht daraus, dass wir, wenn wir uns wollen. Du meinst also tatsächlich, dass so eine antirassistische Aktivistin sich für amerikanisch-indigene einsetzt, aber nicht für die Diskriminierung von Deutsch-Türken? Oder inwiefern soll das ein Entweder-Oder sein? Es geht um die Zeit, die man da reinsteckt. Und so Fernsehbeiträgen oder Blogbeiträge, die sind ja nicht unendlich lang und unendlich häufig. Man hat eine begrenzte Zeit am Tag, man hat begrenzte Sendezeiten. Und wenn es da dann viel um Probleme geht, die man nicht ändern kann, die auf dem anderen Ende der Welt stattfinden, dann fehlen die Zeiten, die Zeit, um sich, ne, mit den hier bestehenden Problemen auseinanderzusetzen. Das meine ich damit, dass man vielleicht eher, ne, um sich selber aufräumen sollte, bevor man aufs andere Ende der Welt guckt. Natürlich kann man aus Interesse da mal rüberschauen, aber wenn man jetzt hier die Leute anschreit, weil sie einen Federschmuck tragen, ich meine, die wirklich Betroffenen, ne, du kannst dich da ärgern, wenn du das siehst, du kannst sagen, okay, ich find's geschmacklos, ich find's hässlich oder so, aber die Leute, die selber betroffen sind, werden es vermutlich nicht mitbekommen, wenn du das in Köln oder so machst. Das meinte ich. Andere Dinge aneignen. So, und was ich so eigenartig finde, was ist die Alternative? Das geht ja jetzt schon los. Du willst mein Shirt von wo? Das ist ein Unikat. Ne? Ist jetzt nicht aus dem Laden oder so. Aber du kannst einfach ein schwarzes T-Shirt nehmen und dann nimmst du dann Chlorix oder Domestos geht, glaube ich, auch. Und dann schüttest du da so Flecken drauf und das bleicht dann die Farbe daraus. Und die Flecken, die überbleiben, sind so braun oder orange, je nachdem, welchen Stoff und welche Farbe das Shirt hatte. Aber mit so schwarzen Shirts wird es meistens so ein rötlich-brauner Ton. Kannst du selber machen. Dass bei Yogakursen gefragt wird, darf ich eine Yogakurse anbieten? Oder Pilateskurse? Oder Taekwondo? Ja, darfst du. Das heißt, was bleibt meinem 6-Jährigen jetzt? Der deutsche Sport, Max-Schmeling-Sport, also Boxen. Und ich esse nur noch deutsches Essen, weil das, und sagen wir, deutsche Tattoos, was immer das ist. Also sozusagen der Anker aus Hamburg, wo ich herkomme, aus. Oder so ein Kreuzsymbol, aber illegal. Zahnbestatt? Das ist sozusagen, das ist ja der feuchteste AfD-Traum ever. Also das heißt, jeder bleibt in sozusagen seiner Kultur, was immer das heißt. Und da gehe ich nicht mehr mit. Ich will nicht in einer AfD-Kultur leben. Entschuldige, dass ich nochmal zurückkomme, weil ich noch nicht ganz verstanden habe, wo der Unterschied für dich liegt. Also Native Americans, Indigener, die... Dann sehen ja alle aus wie Jan Fleischhauer, das möchte ich ja auch nicht. Ja, nachweislich jahrhundertelang unterdrückt, abgeschlachtet und so weiter wurden. Da findest du es unproblematisch, dich als ein solcher zu verkleiden, aber bei den Sklaven in Anführungszeichen, die eine ähnliche Leidensgeschichte hinter sich haben, findest du es problematisch. Warum? Was ist der Unterschied? Was ist das Kriterium? Wir versuchen nachzuvollziehen, wo könnte eine Grenze verlaufen? Die Grenze ist bei einem, ich weiß immer gar nicht, also wenn ich sagen wir als Sklave, was ich mit dir... Es ist echt wieder, ne, wie so oft bei 13 Fragen, die laden 6 Gäste ein und dann reden nur 2. Das ist die ganze Zeit nur Jan Fleischhauer und diese Frau da auf der anderen Seite. Dann hin und wieder kommt mal ein anderer mal kurz zu Wort. Aber ey, diese eine Frau mit dem Friseursalon, die hat einmal was gesagt die ganze Folge. Jetzt würde ich mal sagen, mit Ketten mir irgendwie, weiß ich mal aufgeschminkten, der Fantasie keine Grenzen gesetzt, Streben von einer Auspeitschung gehe ich auf eine Kostümparty, um welchen Punkt zu machen? Sozusagen mich lustig zu machen. Um ein Idiot zu sein. Darüber, sehr angenehmer Stream bisher. Weiter so. Love.
Danke, Love zurück, Kofferbaum. Ich finde es halb angenehm, weil der Content ist halt wieder... Ich mag halt wieder beide Seiten nicht. Das ist so oft so. Es ist so eine Diskussion, die fetzen sich und ich stehe irgendwo in der Mitte und denke, ja, ich verstehe den Punkt, aber irgendwie ist es dumm und ach, der Punkt, oh, aber der ist ja auch wieder... Oh. Ich mag den einen Kerl da mit der Mütze. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, den mochte ich. Dass Menschen bitteres Unrecht erlitten haben oder furchtbar gelitten haben? Das ist doch, also wenn das ist doch ein kategorial andere Geschichte, als, sagen wir mal, mich zu verkleiden als eine andere Volksgruppe. Als Tiroler meinetwegen oder als Bayer. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich finde das auch immer, ich fühle mich immer sehr beleidigt davon. Gib mir alle ein Bit. Danke. Danke für das sehr verlässliche und kompetente Jahreshoroskop. Hat's dir geholfen? Hat dein Schwanz schon gebrannt? Danke, Darth Murdered, für 200 Bits. Kennt ihr das, wenn Freiwild irgendwas machen mit Deutschland? Die haben ja ein neues Album, glaube ich, auch wieder irgendwas mit Deutschland genannt. Ja, und ich sehe das und denke, Alter, ihr seid nicht mal Österreicher. Norditalien? Freiwild, komm, ne? Wie heißt das Neue? Hier, Freiwild Deutschland. Ich glaube, das hieß irgendwie so, das neue Album. Freiwild, Wikipedia, oh, geil. Einfach nur toll. Hier, Diskografie. Hier. 20 Jahre, wir schaffen Deutsch.Land. Ne? Sind gar keine Deutschen. Sind nicht mal Österreicher. Italien, ne? Brixen, wo auch immer das ist. Da, ne? Tirol, also, ne? Freiwild, also. Also, ich fühle mich da beleidigt als Deutscher. Ich finde, Freiwild sollte nicht mehr Deutschland sagen dürfen. Sollte man denen verbieten. Ne? Die haben ja gar nichts damit zu tun. Ich hätte da eine Rückfrage. Auch wenn die ganzen bescheuerten Fans da wohnen. Grüße an alle Freiwild- und Böse-Onkels-Fans. Ne? Aber, Alter, ist das beschissene Musik. Wenn ich immer die Autos sehe, wo das hinten auf der Heckscheibe ist, das wirkt immer schon wie, hier fährt ein unsympathischer Trottel. Ja, manchmal sind die Fans ja ganz nett, aber... Es sind nicht immer die, von denen man es erwartet. Manchmal sind es auch Leute, wo man denkt, ach, ich dachte immer, das wäre ein Mann von Kultur, aber dann hat er mir gesagt, was seine Lieblingsband ist. Doch nicht. So, wenn du an ein Kostüm von einem indigenen Menschen denkst, woran denkst du? Wahrscheinlich an Federn, an Kopfschmuck. Ja, so was Kinder. An Kopfschmuck. Also was wir uns natürlich auch unterwegs kennen. Ja, so wie heute auch. Karl May. Oder? Ja, es ist gut. Du kannst ja, gibt's ja, ich weiß nicht, ob du mal jemals in einem indianischen Reservat in Amerika gabst. Ja, oh, Alter, jetzt hat er schon wieder das I-Wort gesagt. Da muss die Frau ja direkt noch einen Schritt nach hinten gehen. Sozusagen ist ja der Teil sozusagen ausgestellt. Es geht ja um die Wahrnehmung, die man hier hat. Also ich muss dafür jetzt nicht nach Amerika reisen, sondern das, was man ja bei einem sogenannten Indianer... Arbeitet als Projektleiterin einer bildungspolitischen Einrichtung. Okay, Kostüm sieht, das sind ja dieser Kopfschmuck, Federn und so weiter. Und das ist doch genau die Form, das ist doch nichts, fast nichts anderes als Peitschwunden, als Wunden von Auspeitschungen, weil... Nein! Den Kopfschmuck haben die sich selber aufgesetzt. Die Peitschwunden sind von außen draufgekommen. Ist was anderes. Das ist doch nicht das Gleiche. Hä? Das ist, als würdest du sagen, eine Kippa zu tragen, ist genauso wie ein KZ-Häftlings-Outfit. Nee, ist was komplett anderes. Hä? Das eine ist Fremdeinwirkung von, ne, üblen Leuten. Ich habe meinen Punkt gemacht, ist okay. Indigene Völker wurden aufgrund dessen ermordet, weil sie anders ausgesehen haben, weil sie diesen Federn waren jahrelang verboten. Die wurden nicht umgebracht, weil sie Federn auf dem Kopf hatten. Das war doch nicht der Grund dafür. Wurden umgebracht, weil Leute gierig waren und deren Land haben wollten. Deswegen. Heute davon profitieren können und dass wir wissen, dass es sowas überhaupt gibt, war ganz allein die Arbeit von indigenen Menschen, die das über Generationen hinweg überliefert haben und es geschafft haben zu überliefern. Und deswegen ist für mich da... Das ist für mich sehr vergleichbar. Was ist mit den Thailändern, Chinesen, sonst was, die zum Oktoberfest kommen und sich Lederhose anziehen und Dirndl, die Frauen und so weiter? Das ist auch kulturelle Aneignung. Dürfen sie das und ist es in Ordnung? Natürlich. Ist doch Nein, die dürfen. Total in Ordnung. Shannon, was sagst du denn? Die chinesische Familie, die zum Oktoberfest fährt und sich Lederhosen anzieht. Auch kulturelle Aneignung, ganz klar. Ist das problematisch oder nicht?
wenn die asiatische Familie zum Oktoberfest geht und sich bayerische traditionelle Tracht anzieht, ist es deshalb etwas... Das heißt doch bayerisch, oder? Mit noch so einem E drin. ...was anderes, weil einfach die Geschichte... Aber man spricht es, glaube ich, bayerisch aus, ne? Man schreibt es nur mit einem E. ...die dahinter steht. Egal. Jetzt von, ich sag mal, Bayern, so. Soweit ich es weiß, ich bin auch in Bayern groß geworden, teilweise. Mein Beileid. Erinnere ich mich jetzt nicht, dass in jüngster Vergangenheit oder auch in älterer Vergangenheit Bayern versklavt wurden, unterjocht wurden oder sich jemals ein anderes Volk oder die Mehrheitsgesellschaft über Bayern lustig gemacht hat. Doch, doch. Ganz Deutschland macht sich über Bayern lustig. Versklavt haben wir sie nicht, aber doch lustig machen wir uns die ganze Zeit über die. Dass Bayern deswegen keinen Zugang zu Bildung bekommen, wenn man irgendwie Julius Engelberger heißt oder Julian Engelberger heißt, ist sagt, oh, bayerischer Nachname, die klauen eh. Ja, das wird man nicht, hört man ja nicht, ne? Aber wenn du Grützenhuber oder so heißt, da macht man sich drüber lustig, oder? Oder die wollen wir hier nicht haben, das hat nicht stattgefunden. Und deswegen ist es was anderes. Ist das ein valides Argument für dich? Also, ich fasse nochmal zusammen. Bayern sind aktuell nicht, in der Regel nicht Rassismen unterworfen, wie es andere Bevölkerungsgruppen sind. Deswegen ist die kulturelle Aneignung der bayerischen Kultur weniger problematisch als bei anderen Kulturen. Nein, das kann für mich überhaupt gar kein Maßstab sein. Warum nicht? Denn ich habe viele Jahre in Pakistan gelebt als Korrespondent. Ich habe ja Wurzeln in Indien und Pakistan und habe dort als Korrespondent auch gelebt. Und wie wir wissen, war der indische Subkontinent jahrhundertelang von Briten kolonialisiert. Ja. Als ich dort gelebt habe, habe ich sehr viele Briten, weiße Briten, kennengelernt in Pakistan, in Indien, die dort als Entwicklungshelfer waren, Geschäftsleute, Diplomaten, Journalisten, alles Mögliche. Die wieder aufräumen, was ihre Landsleute an Scheiße gemacht haben, ne? Ist ja auch eine nette Geste, kann man ja auch machen. Das ist ja auch ganz gut, dass du als Weißer sagst, ey, die anderen Weißen haben hier Scheiße gebaut. Ich bin jetzt da, um hier ein bisschen das wieder heile zu machen, auch wenn ich es nicht verursacht habe, einfach weil du ein netter Typ bist. Kann ja sein. Du bist ja nicht als Teufel geboren. Du kannst ja auch, ne? Kannst ja auch das wieder gut machen. Also gut, wieder gut machen ist wieder ein schwieriges Wort, das geht halt nicht. Aber du kannst ein bisschen Schadensbegrenzung machen oder Hilfe leisten, um wieder Leuten auf die Beine zu helfen, denen Unrecht getan wurde von Leuten aus deinem Land. Das ist ja mal so ein ganz nationalistischer Gedanke zu sagen, die Deutschen, die Engländer oder irgendwie sowas, ne, die sind schuld an dem und dem. Das sind ja nicht alle. Manche von denen sind ja gute Leute. Manche von denen wollen das nicht. Manche schämen sich vielleicht für ihre Großeltern, wollen das wieder gut machen. Ne, also. Und diese weißen Menschen, Frauen wie Männer, haben dort auch indische, pakistanische Kleidung getragen. Shalwar-Kamis, so ein langes, knielanges Hemd und so eine Pluderhose sieht so ein bisschen Pyjama-mäßig aus. Ich trage auch manchmal Pluderhosen, weil ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber wenn man Jeanshosen trägt als Mann, ist es oft so, dass man sich da den Sack einklemmt. Ist sehr unangenehm. Und wenn man dann diese weiteren Hosen trägt, die erst an den Knien irgendwie zusammengehen, ne, da hat man viel Sackfreiheit. Da klemmt man sich den nicht ein. Nicht, dass man dann sich entscheiden muss, ob man Links- oder Rechtsträger ist und der Penis dann in ein Hosenbein mit reingesteckt wird und der Sack und dann setzt du dich mal hin und dann quetscht du dich und das tut weh. Wenn du dir so eine lockere Hose anziehst, ich weiß gar nicht, ob ich hier eine habe, ne, aber jetzt gerade nicht, habe ich nicht zur Hand gerade. Aber ihr wisst ja, was ich meine, so diese Pluderhosen, ne, die unten so ein bisschen auseinandergehen. Da kann man ein bisschen besser baumeln lassen. Und man kann sich setzen, ohne dass man die Hose vorher gerade ziehen muss, um sich die nicht einzuklemmen. Haben also im Grunde genommen die Kleidung der Menschen übernommen, die sie jahrhundertelang kolonialisiert haben. Nicht die selber. Und das hat niemand als problematisch, sondern im Gegenteil, es ist ein Zeichen der Wertschätzung. Die haben sich heute so bewegt wie viele andere Menschen auch. Also sie haben sich sozusagen eingefügt. Ich empfand das auch als etwas Gutes und Schönes. Nun könnte man natürlich sagen, das ist kulturelle Aneignung. Was wagt ihr euch so zu kleiden? Ihr habt uns jahrhundertelang unterdrückt, ausgebeutet. Ihr seid immer noch hier als Entwicklungshelfer und tretet teilweise auf wie die Herrscher über uns. Aber nein, die Menschen sehen das eigentlich überwiegend als Wertschätzung. Also nur. Ja, das ist genauso wie meine Erfahrung mit den Dreadlocks. Ja? Ich habe noch nicht einen Schwarzen getroffen, der die Scheiße fand. Die haben sich immer sehr positiv darüber geäußert, wenn sie darüber geredet haben. Ne? Und
Jetzt wollen mir dann irgendwelche Allmanns erzählen, dass man es nicht machen darf. Weil jetzt jemand sich diskriminiert fühlt, das kann für mich nicht das Kriterium sein. Gleichwohl nehme ich diese Diskriminierung oder diese Verletztheit wahr und höre drauf. Also die Motivation der Wertschätzung, die jetzt, das Beispiel ist ja ein interessantes Beispiel. Ne? Mhm. Also, du hast ja gesagt, das sind quasi die ehemaligen Kolonialherren, die sich jetzt immer hier noch teilweise als Herrscher aufführen. Und als Zeichen der Wertschätzung kleiden sie sich aber so ähnlich. Und offenbar finden die Menschen das vor Ort, wie du es erlebt hast, sogar positiv. Ja. Habe ich richtig verstanden. Was sagt ihr dazu? Also, ist das überhaupt denkbar in eurer Logik? Also ich finde die Umfrage total spannend, wirklich von den Pakistani dann zu hören, unter sich, ganz ehrlich, wie sie das tatsächlich finden. Denn es klingt für mich danach, als würden sie immer noch semi-kolonisiert werden oder immer noch von den kolonialisiert. Auswirkungen der Kolonisation, die Dynamiken da immer noch so schwingen. Und da frage ich mich, inwieweit fühlen die sich überhaupt frei, dann dem deutschen Reporter, den deutschen Korrespondenten etc. dann wirklich zu sagen, du... Ey, der Typ, ne, der hat jahrelang da verbracht, berichtet davon und sie sagt, aber nee, ich glaube, da hast du eigentlich keine Ahnung von. Ich weiß es bestimmt besser. Alter, was? Ganz ehrlich, und das Ding ist, mit den ganzen Ismen, das Ding mit den ganzen Ismen ist ja auch, dass viele Menschen, die auch marginalisiert sind und selbst davon betroffen sind, erstmal lernen müssen, dass das überhaupt der Stand der Dinge ist. Denn nur, weil es vielleicht eine andere Person gibt, die zum Beispiel so aussieht wie ich und sagt, ja, mein Homie, der nennt mich das N-Wort. Für mich ist das vollkommen in Ordnung. So, am Ende des Tages muss natürlich jede Person das für sich selbst auch klarkriegen. Gleichzeitig, viele von uns müssen erstmal verstehen, wie die Ismen überhaupt wirken. Tschüss. Und nur, weil jetzt eine Person... Ich glaube, die werden echt, in der Folge werden sie nicht mehr wieder zusammenfinden. Deswegen geht die auch so lang, ne? Am Ende versucht man wahrscheinlich echt wieder mit so Normalsachen. Kolonialisierung war nicht gut. Rassismus ist auch blöd. Man sollte Leute aufgrund von Hautfarbe nicht schlagen oder so. Und dann gehen sie alle in die Mitte wieder. Sowas willst du wieder, ne? Person, zwei Personen, drei, vier, fünf sagen, dass das in Ordnung ist, bedeutet das nicht, dass es in Ordnung ist. Ich meine, es waren 1945 viele Dinge in der Mehrheitsgesellschaft in Ordnung, ne? Ich würde immer noch, wenn ich in dieser Sendung wäre, ich würde die ganze Zeit nach vorne und hinten gehen, einfach damit immer dieser Sound kommt. Brimm. Die ganze Zeit. Von den Menschen gesprochen haben, die aber einfach de facto aus der heutigen Perspektive überhaupt nicht in Ordnung waren. Das ist nicht der Indikator unbedingt. Jetzt ist Hasna nach hinten gelaufen. Warum? Ja, also, weil ich diese Argumentation wirklich absurd finde. Man sollte erst mal hören, wie die Pakistanerinnen und Pakistaner intern reden darüber. Erstens, ich bin selbst auch Pakistaner, ja, habe pakistanische Wurzeln und fühle mich auch als solcher, vielleicht zu einem kleineren Anteil, aber als Deutscher, aber natürlich bin ich das auch und das klingt ja fast schon so, nur ja, weil... Ja, und du hast aber keine Ahnung davon, diese Frau weiß das bestimmt besser als du. Du das so empfindest, das nehmen wir nicht ernst, ja, weil du das als Wertschätzung empfindest, weil in Wahrheit denken die ja noch ganz anders und wenn sie nicht anders denken, sondern das als Wertschätzung empfinden, dann sind sie noch nicht gebildet genug, noch nicht sozusagen... Die wissen noch gar nicht, dass sie sich schlecht fühlen müssen, ne? Die fühlen sich alle gut, aber wir müssen denen jetzt mal beibringen, sich nicht mehr gut zu fühlen. Toll, dankeschön. Fortschritt. Zogen genug, sondern die sind immer noch in Wahrheit kolonialisiert. Und das finde ich ehrlich gesagt eine Unverschämtheit. Also geht überhaupt gar nicht. Sondern selbstverständlich respektiere ich, wenn viele Pakistanerinnen und Pakistaner sagen, ich empfinde das als Wertschätzung. Und dann möchte ich nicht, dass man den Leuten sagt oder mir sagt, du bist dann immer noch kolonialisiert. Also das geht nicht. Wie geht's euch aktuell? Ja, genau, super. Der Typ ist der Hammer, den mag ich. Habt ihr für euch eine sinnhafte Lösung gefunden? Könnt ihr diese oder diese Argumente besser nachvollziehen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ich würde ganz gerne mal kurz Angelina wieder mit ins Boot holen, weil wir haben jetzt länger nichts von dir gehört. Wie geht's dir gerade? Also das, was hier eben gesagt wurde, diese Erfahrung mit, eigentlich wird es als Wertschätzung gesehen. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, weil als ich mich mit dieser kulturellen Aneignung beschäftigt habe, bin ich selber auch nach Afrika gereist. Ich war in Westafrika, ich war dort in den Salons, ich habe dort in den schwarzen Familien... Hat sie da unterm Kinn eigentlich ein Tattoo? Ich würde das gerne erkennen, was das ist. Ich glaube, hier ist ein kleines Tattoo, aber ich erkenne nicht, was das ist. Gelebt, am Leben teilgenommen und auch mich mit diesen Dingen befasst und auch erfragt, wie es dort gesehen wird. Und ist ein Barcode? Dort ist dieses Thema überhaupt nicht bekannt. Also die Menschen haben sich fast schon beleidigt gefühlt, als ich nur ansatzweise das geschildert habe und konnten das nicht nachempfinden. Und so habe ich für mich den Schluss daraus gezogen, dass es wirklich ein europäisches Problem ist, also so ein eurozentristisches Problem.
Ja, und Amerika. Problem. Ich führe auch Kurse durch. Also ich unterrichte quasi auch Friseure, die bereits in der Branche tätig sind, in besonderen Bereichen in dieser Schiene, die sich dafür interessieren und weiterbilden möchten. Und ich selber beschäftige auch Menschen, die aus Afrika kommen, diverse Kulturen. Also sowohl Jamaikaner als auch Afrikaner. Jamaikaner sind aber nicht Afrikaner, ne? Das ist irgendwie alles bei uns dabei. Das ist woanders. Und es ist wirklich wie so eine Art familiäre Atmosphäre, in der wir uns über genau diese Themen austauschen und sehr gesund austauschen. Diese ganze Debatte, also dieses Gespräch um was dürfen wir nicht, ich finde, da kratzen wir immer noch sehr an der Oberfläche. Und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass man sich irgendwie... Ich würde mir da mehr Diversity wünschen. Ich würde mir wünschen, dass in dem Friseursalon noch Leute mit Parkinson arbeiten würden. Das wäre gut für die Diversity, wenn die so die Haare schneiden mit so einem Rasiermesser oder so. Das fände ich ganz gut. Mechanismen überlegt, wie kann man Antirassismusarbeit in den Schulen betreiben? Wie können wir aufhören, an der Oberfläche zu kratzen und mehr in die Tiefe zu gehen und wirklich lösungsorientiert einfach zu leben und zu arbeiten und nicht ständig einander zu beschimpfen mit Vorwürfen und so weiter, weil so kommen wir einfach nicht zum Ergebnis. Das war ja der eigentliche Sinn dieser Veranstaltung auch hier. Ja. Mal sehen, wie wir... Aber funktioniert nicht so gut. Aber immerhin, also du hast jetzt immerhin geschafft, dass ihr drei so zaghaft nach vorne gelaufen seid. Wieso eigentlich? Zum Beispiel, Angelina, als du davon gesprochen hast, dass du eben auch Kurse gibst, dass du Menschen anstellst aus Jamaika, Afrika etc., dachte ich mir, wie cool wäre es, wenn du sozusagen das Privileg inne hast, da gut vernetzt, vielleicht auch die Skills zu haben. Ja, du bist gut vernetzt, du bist Arbeitgeberin. Das sind Leute, die sind gute Friseure und sie macht den Laden auf und stellt die ein. Und du hast ein Problem damit. Warum? Ist doch cool. Die kriegen doch einen Job dadurch. Ist doch in Ordnung. Hä? Wo ist das Problem? Um das Know-how, Menschen Jobs zu geben. Wie cool wäre es, sich da einfach die Frage zu stellen, ich lese dich als weiße Frau, warum muss ich jetzt als weiße Frau schwarzen Menschen ein Ally sein. Sei kein Ally, das ist blöd. Zeigen, erklären, wie sie mit ihren Haaren umgehen können. Was ist an der Struktur noch machbar? Was kann verändert werden? Wie kann ich meine Privilegien, meine Zugänge vielleicht teilen, um anderen Menschen auch Zugang zu diesen Ressourcen zu geben? Macht sie doch, sie stellt die doch ein. Hast du nicht zugehört? Die hat eben gerade gesagt, sie hat mehrere Mitarbeiter, die so aussehen, wie sie das gerne hätte. Und jetzt sagt sie, aber die sind nicht Filialleiter. Kannst du nicht den Laden aufmachen, hochziehen und dann weitergeben aufgrund von Hautfarbe? Das wäre cool. Dass die dieses Know-how selber strukturell verbreiten können. Denn das ist ja oft das Problem, was dahinter steht. Die können das Know-how, was sie in dem Laden sich selber aneignen, ne, aneignen, das können die ja genauso gut ihren Freunden zeigen oder so. Oder irgendwelche anderen Leute coachen. Die ist echt verwirrt einfach, ja, oder? So das Thema Verantwortung. Wie gehe ich mit den Privilegien, die ich habe, um? Wie kann ich andere Menschen, die weniger privilegiert sind, einfach daran teilhaben lassen? Ja, macht sie doch! Um eben einfach strukturell eine Veränderung herbeizuführen. Denn es geht ja darum, dass wir eine Schieflage von Hunderten von Jahren versuchen, einfach lediglich gleichzusetzen. Es geht nicht darum, dass irgendjemand wegen jemand anderem was wegnehmen möchte, sondern wir versuchen immer noch, eine Schieflage einfach gerade zu rücken. Ja. Ja, aber das macht man doch nicht, indem man die Schieflage umwirft. Du hast doch nicht das und dann sagst du, jetzt machen wir das. Das ist doch nicht die Lösung, das ist doch dumm. Hä? Früher haben Leute gesagt, bei Schwarzen gehe ich nicht in den Laden. Deswegen sag ich jetzt, ich gehe nicht bei Weißen in den Laden. Wow, da sind wir aber weitergekommen. Ich verstehe, was du sagst. Und ich bin mir auch über diese Privilegien absolut bewusst. Und ich finde, dass ich nach meinem Ermessen bereits alles Mögliche in meiner Macht Stehende tue, um der Kultur was zurückzugeben. Nein, ich finde, man sollte bei dir ins Schaufenster schreiben, Schwarze kauft nicht bei Weißen oder so. Das wäre, glaube ich, das wäre doch eine Lösung, oder? Sei es durch Integration von schwarzen Personen, die bei uns arbeiten, sei es durch Credits, dann am Ende des Tages, ich bediene ja Schwarze, also ich bediene natürlich auch andersfarbige. Ich lehne ja nicht einen Kunden ab, weil er jetzt weiß ist. So. Aber ich versuche quasi alles, was in meiner Macht steht und meine Ressourcen, Bits. Meine Privilegien. Ruhig Blutwimp, D. Danke für die Bits. Ich hoffe, du hast die gleiche Ethnie wie ich. Ich weiß meine eigene leider nicht. Ich habe noch nicht in so ein Röhrchen gespuckt. Mir ist ein bisschen unheimlich. Ich weiß ja nicht, wo ich das da hinschicke. Mein Stammbaum ist auch überschaubar. Ich weiß, dass mehrere von denen nicht in Deutschland geboren sind. Aber genau weiß ich es nicht. Aber ich hoffe, du hast jetzt nicht einen Unterdrücker finanziert. Ich wollte das nicht. Entschuldigung.
Ich fühle mich auch echt null so. Ich finde diese ganze Identitätspolitik-Sache total kacke, weil ich bin auf keins von diesen Attributen stolz. Ich will die nicht. Ihr könnt die haben. Ihr könnt mich gerne Frau nennen oder Diverse oder Türke oder wie auch immer. Mir ist meine Hautfarbe egal, mir ist meine Nationalität egal, mir ist mein Geschlecht egal. Ich leg da keinen Wert drauf. Ist mir egal. Ist jetzt einfach, wenn man in der Machtposition ist, aber ey, bin ich ein CEO oder was? Bin ich reich? Nein. Ich bin eher wie so ein weißer Cis-Mann, wie der vor der Reeperbahn, ne, vom Pennymarkt sitzt. Nicht ganz so schlimm, aber ey, ich bin so viel privilegierter bin ich auch nicht. Ich muss mich auch für zig Wohnungen bewerben. Ne? Ich hab's da auch nicht so einfach. Und hä? Jetzt zu sagen, es gibt da nur zwei Gruppen, ist doch Quatsch. Naja, ihr könnt mich gerne missgendern oder missgeschlechten, ist mir alles scheißegal. Ich wäre gerne ein transzendentales Geistwesen. Ich will diesen blöden Körper eh nicht mehr haben. Ich will in die Cloud hochgeladen werden. Medien zu nutzen zugunsten von marginalisierten Gruppierungen. Und auch im Bereich Antirassismusarbeit, auch im Bereich Aufklärungsarbeit. Und ich finde, mehr. Ey, übrigens, wo jetzt gerade einer Check Your Privilege im Chat sagt, ne? Hier. Hier, ich guck mal nach. Hier. Es gibt von BuzzFeed, ne? Wie? Technical Difficulties. Kacke. Also, ich wollte es gerade zeigen. Hier. BuzzFeed.com. Wie privilegiert bist du? So ein Test, den habe ich mal gemacht. Und danach war ich nicht privilegiert. Wenn ich jetzt mal draufklicke, kommt ein technischer Fehler leider. Aber Return to BuzzFeed, das geht. Aber der oh, Alter, was? Disagree. Lass mich in Ruhe. Privilege Test. Gibt es das auf Englisch vielleicht? Die haben anscheinend irgendwie gerade Probleme. Aber bei BuzzFeed gab es diesen Wie privilegiert bist du Test und demnach war ich nicht privilegiert. Das heißt, ich darf jetzt. Also ich sehe schon ein bisschen weiß aus, aber ich bin jetzt auch nicht blond, ne? Also das ist schon ganz schön dunkel. Und ich weiß auch ein bisschen, wie Armut ist und sowas, ne? Also ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt CEO von einer Firma bin, also gut, offiziell hier Twitch-Kleinunternehmer, ha, witzig, aber... Man darf fast gerade schon gar nicht tun. Mein großes Ziel, und das ist so wirklich das, was an der Spitze steht, wäre, dass man auf Institutionen... Und hässlich bist du auch selber. Ich bin übelst der Hübsche, was willst du? ...institutioneller Ebene dieses Handwerk sichtbar macht und integriert wirklich in das Friseurhandwerk und es als ernstzunehmendes Handwerk einfach definiert. Weil das ist das, ja, was jetzt gerade fehlt. Weil das würde nämlich ermöglichen, dass sehr viele Menschen mit afrikanischem Background, die gerade illegal irgendwo zu Hause für Hungerlohn 8 Stunden lang Rasterzöpfe flechten, endlich mal die Möglichkeit hätten, ihren Beruf auszuüben und dafür eine adäquate Bezahlung zu bekommen. Ja, bei dir im Laden, ist doch geil. Das ist mein Ziel. Und das war immer meine Vision. Nicht irgendwie. Ach so, du wolltest denen gar nichts wegnehmen, du wolltest denen helfen. Ach so. Wäre jetzt vielleicht mal eine Entschuldigung, ne? Möglich. Kultur zu klauen, mich daran zu bereichern und einfach. Du landest mit dem Teddy-Gesicht halt schnell in der Friendzone, ich? Wenn du wüsstest, ne? Einfach ignorant zu sein, sondern eher das Gegenteil. Das zu wertschätzen und zu integrieren. Ich würde dich jetzt einfach gerne noch eine halbe Stunde weiterreden lassen, dann würden die anderen nämlich hier vorne in der Mitte stehen. Du hast es also geschafft, dass alle drei nach vorne gegangen sind. Ich muss leider noch mal den Bösen spielen jetzt in dieser Geschichte. Ja. Jetzt gehen sie wieder nach hinten, jetzt sagt der Fleischhauer wieder was und die gehen raus. Das ist sehr sicher. Auch aus einer Erfahrung aus vergangenen Sendungen, die so ähnlich gelaufen sind, dass jetzt ganz viele Leute an ihrem mobilen Endgerät sitzen und sich fragen, was soll ich jetzt nochmal machen? Also wie... Du sollst einen Kommentar schreiben, hilft im Algorithmus. Hä? So, also die irgendwie versuchen, ein Kriterium, einen Weg zu finden, wie sie mit dieser Debatte umgehen können. Hami, kannst du eine Faustregel geben für alle, die jetzt gerade denken, ich bin lernbegierig, aber ich bin verunsichert. Gibt es eine Faustregel? Ich glaube, eine Faustregel, die werden wir heute hier nicht finden in dem Rahmen. Da braucht es einfach noch viel mehr Input, auch von verschiedenen, noch viel mehr Positionen. Ich möchte aber gerne noch was zu dem Thema... Warum nennt er meinen Pimmel mobiles Endgerät?
Ich mag meinen Chat. Manchmal sind da coole Leute bei. Noch kurz zu Privilegien scheren und sich bereichern. Ein gutes Beispiel dafür sind... Kofferbaum hat abonniert. Danke, Kofferbaum, dass du auch noch einen Sub reinschmeißt nach den ganzen Bits. War gar kein Sub, der war nur Bitspender. Meine Güte. Da hat jemand aber die Spendierhosen an. Hoffentlich eng geschnittene Spendierhosen, ne? Und nicht so angeeignete. Multikulti, kommt nicht mehr gut an. Hat man früher vielleicht gemacht. Ah, es ist 2021. Deutschland 2021. Zum Beispiel sind asiatische oder thailändische Restaurants, die ja von zum Beispiel VertragsarbeiterInnen mühsam als Nischenökonomie, also als Nische aufgebaut wurden und die aber in der Sackgasse geendet ist. Also viele haben einfach ihr Restaurant, arbeiten 16 Stunden am Tag und es geht nicht weiter. Dann gibt es eben eine weiße Person, ein hippes Start-up in Berlin von zwei weißen Männern. Und die eignen sich bestimmte Dinge von der asiatischen Küche an. Ich habe noch nie asiatische Küche gegessen und mein Essen von jemandem serviert bekommen, der aussieht wie ein Allmann. Nie. In jeder Dönerbude steht jemand, der orientalisch aussieht. Und in jedem asiatischen Restaurant steht jemand, der asiatisch aussieht. Immer. Ich weiß nicht, ob es immer irgendwie, ob Türken, Kurden, Libanesen, was weiß ich, aber Leute, die vom Optischen da reinpassen. Und ich habe mich auch schon manchmal gefragt, ist das nicht vielleicht auch irgendwie ein bisschen komisch, ne, dass Leute das erwarten? Aber ey, wie viele Startups gibt es denn, wo zwei weiße Deutsche asiatisches Essen verkaufen und das irgendwie sich dann gut durchsetzt? Never. Ich habe so oft, habe ich in dieser Art von Restaurants gegessen, weil ey, deutsche Restaurants, die sehen halt, die schmecken halt mir nicht. Das ist meistens mit Fleisch und das ohne Fleisch, was kann ich da essen? Weiß nicht. Restaurant bin ich eh nicht so ein Fan. Wenn dann Italiener, da gibt's dann Pizza, Nudeln und sowas, kann ich alles essen. Aber soll ich irgendwie Eisbein mit Sauerkraut oder Rostbratwurst essen? Nee, muss nicht sein. Ne? Und werden aber gibt's Stein. Manchmal so Sushi-Bars, ach ja, wahrscheinlich Berlin oder so. Ja, Grünkohl, geil, da habe ich ja Bock drauf. Reich davon werden berühmt, werden Pionier. Das ist die Frage jetzt. Was ist dein Plädoyer daraus? Also diese Analyse ist klar. Ist dein Plädoyer jetzt weiße? Dein Plädoyer ist, kauft nicht bei Deutschen. Dudes, lasst das mit euren Restaurants oder sagst du, weiße Dudes, wenn ihr es schon macht, dann sagt wenigstens, wo ihr es habt. Also wofür plädierst du? Also ich plädiere für shared eure Privilegien. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Restaurant habe und ich möchte gerne Fusion-Küche machen, dann gib doch auch mal einem japanischen Koch die Bühne und oder gib mal. Ich gebe dem Koch die Bühne, der was Leckeres kocht. Wenn ich mehrere Köche zur Auswahl habe, dann lasse ich die alle mal das Gericht kochen und wenn es gut geschmeckt hat, stelle ich den ein und wenn es nicht geschmeckt hat, stelle ich den nicht ein. Warum muss ich dem denn in den Pass oder auf die Hautfarbe gucken? Ich habe ein paar Rezepte auf der Karte. Wenn der Koch die alle zubereiten kann und die gut schmecken, los geht's. Wenn es scheiße schmeckt, dann kann ich nicht sagen, ah ja, aber guck mal, der sieht halt so und so aus. Man sieht den Koch doch eh nicht. Der Koch kriegt nie eine Bühne. Der Koch steht irgendwo hinten und man sieht den nicht. Der Kellner kriegt die Bühne. Ne? Vielleicht der Restaurantbesitzer, vielleicht geht er da mal durch. Aber wann kriegt denn ein Koch mal irgendwo eine Bühne? Man sieht die nicht mal. Mal einem mexikanischen Koch die Bühne und dafür plädiere ich, für einen Austausch auf Augenhöhe, von dem nicht nur die Personen der Dominanzgesellschaft profitieren und das auch wirklich monetär, also materiell. Mach doch einfach Grundeinkommen, dann haben eh alle genug. Wäre ja schon mal ein Anfang, oder? Hasnain, kannst du nachvollziehen? Also jetzt reden wir über Essen, wir haben jetzt verschiedene Beispiele durch, jetzt sind wir mal beim Essen gelaufen. Essen muss schmecken und gesund sein. Vielleicht sieht es auch mal ganz nett aus, dass es nicht nur ein Brei ist oder so, aber... Oder? Also bei Essen, da geht es mir doch nicht darum, dass es irgendwie wie der Koch ausgesehen hat. Da geht es mir darum, dass es lecker ist und vielleicht noch, dass es gute Nährstoffe hat. So, das sind vielleicht die zwei Kriterien bei Essen. Gut, das kann man noch irgendwie Preis oder so sagen, ne? Oder wie es angerichtet ist oder irgendwas. Aber ey, das Wichtigste an Essen ist, dass es lecker ist.
landet, finde ich ganz gut. Das Essensbeispiel ist so eins, auf das ich nur wartete, dass das drauf kommt, dass wir darüber reden. Wo ich auch denke, natürlich darf ein türkischer Koch in Mexiko ein Star werden mit einem Kimchi-Restaurant. Darf er. Und wenn er damit monetär erfolgreich wird... Nein, darf er nicht. Das ist mein Gericht. Herzlichen Glückwunsch. Also ich meine, Alter, was für ein Scheiß, oder? Ernsthaft, also was ist mit der? Nein. Der darf nur das machen, was aus seiner Kultur kommt. Alter. Ey, unsympathisch ohne Ende. Und die Rotzfahne hat abonniert. Danke, und die Rotzfahne. Ey, das ist... Was ist denn an seiner Aussage falsch? Ein Türke darf ein Restaurant aufmachen und Kimchi verkaufen. Nein, darf er nicht. Ich will das nicht. Unsympathisch, ey. Gerade Küche ist ja etwas, was davon lebt, dass man Fusion macht, dass man... Ja, und dass Völker sich da verständigen. Vielleicht bringt man mal was mit, was man von seinen Großeltern kennt, so ein Rezept, und dann zeigt man das den anderen. Und dann kommen die Leute vielleicht auch mal zusammen, kommen ins Gespräch und sagen, ja, das hat mir geschmeckt, was hast du denn? Na, das schmeckt mir auch oder so, das ist ja interessant. Küche ist international, sagt der Chat. Ja, genau das. Die kommen die Leute zusammen. Ey, im Dönerladen fragst du auch nicht, ah, aber da hat auch Falafel. Falafel ist aber aus dem Libanon, ja, ne? Oh, du bist aber... Word, genau. Da sagt man, oh, bist du wirklich Libanese oder Kurde? Wenn du kein Libanese bist, dann kaufe ich den Falafel nicht. Was? Cringe the Crybaby hat abonniert. Danke, Cringe the Crybaby. Bist du die Dame aus der Sendung eben? Natürlich darf ein Türke Kimchi verkaufen. Tradition übernimmt. Das. Du hast Falafel in Jordanien lieben gelernt. Ist das verboten? Na, zum Glück nicht. Bist halt nicht so, ne? Nicht so umnachtet wie... Dass man ausprobiert, dass man Sachen entwickelt und dass Dinge dann irgendwie... Ich verbiete dieser Dame einfach jetzt Kartoffeln zu essen. Ne? Es heißt doch schon deutsche Kartoffel, es ist so aus Südamerika, aber du darfst die jetzt nicht mehr essen. Hawal, gib mir einfach nur einen frischen Ayran, ganz ohne Reden und ohne diese komische Frau da. Danke, Grimjoe, Jagger Jack. Ich muss sagen, Ayran gefällt mir nicht so gut, leider. Ist mir zu salzig. Aber ich gönn's jedem, der da Spaß dran hat. Wenn es euch schmeckt, gerne. Ne? Irgendwann tatsächlich auch nicht mehr einer Kultur zuzuordnen sind. Schade. Das ist halt echt so. Was ich halt auch, um das zu unterstreichen, was du sagst, so unglaublich gewaltvoll... Ich liebe es, wenn Einheimische in anderen Ländern deutsche Restaurants führen. Berührt einen irgendwie. Ja. Ein bisschen. Danke. Ich finde wirklich, deutsche Küche ist nicht so mein Fall. Ne? Es gibt zwei, drei Gerichte, die mir schmecken. Aber wie gesagt, in Deutsch hast du halt echt diese fleischlastige Ernährung. Wenn du das nicht isst, dann hast du ein Problem, ne? Aber das ist ja das Tolle an Deutschland, dass du hier so viele internationale Läden und Restaurants hast, dass du das bekommst. Das ist ja das Gute daran. Ich wäre richtig verloren, wenn ich nur deutsche Küche essen könnte. Aber dass ich dann Dönerläden, asiatische Läden habe, das ist super. Ich finde das total toll. Also ich wüsste nicht, was ich ohne die machen würde. Ja, deine Bits. Danke, Raizo. Ich glaube, hier sind einige Leute eher unserer Meinung. Das freut mich auch noch, dass die nicht so sind. Also es ist halt legit, es ist halt Rassismus, was die Frau sagt. Es ist jetzt anders angemalt, aber holy fuck. Sie hat vielleicht vernünftigere Beweggründe als manche anderen, aber im Grunde sagt sie, du machst ein Restaurant auf, aber das darf nur irgendwie so sein, wie du aussiehst. Es ist so ein Kastensystem irgendwie. Du bist reingeboren in die Türkenkaste, jetzt darfst du einen Dönerladen machen, aber keinen Kimchi-Laden. Das ist doch einfach Kastensystem. Du bist in der Kaste und da bleibst du auch. Das ist doch scheiße. Ich dachte, wir hätten was gelernt in der Zwischenzeit. Ich finde es, sich anzugucken, wer entscheidet... Oh. Der Blick von diesem Typen, ne? Was ist denn jetzt nun, dass jetzt alle Kimchi-Workshops überhaupt machen? Ne? Das entscheidet wieder der eurozentrische Gaumen. Entscheidet jetzt, das ist jetzt lecker, das... Oh, eurozentrische Gaumen, ach oh, Junge. Das ist jetzt cool, das ist jetzt hip. Für Essen, ja, für... Da- Bit.
Machen wir das Einfachste, was man machen kann, und zwar seine Bacardi von Ruina Wengel. Ja, danke. Danke, dieser Chris. Oh, Alter, der europäische, der eurozentristische Gaumen, der sagt, das ist jetzt hip und cool. Döner ist jetzt hip und cool, ne? Seit 20, 30 Jahren. Immer noch hip. Dass wir, also ich mit vielleicht... da hat gerade einer das Gleiche in den Chat geschrieben. Ich hab's nicht gelesen, ist ja Latenz, aber wir haben ähnliche Gedankengänge. Eurozentristische Gaumen sagt, das ist hip und cool, Junge. Traditionell afrikanischem, ostafrikanischem Essen, vielleicht du mit koreanischem Essen, vietnamesischem Essen, wofür man früher in der Schule gemobbt wurde, wurde jetzt entschieden. Von irgendeinem Arschloch. Dann such den Typen, der dich dafür gemobbt hat, und dann haust du dem das traditionelle Essen in die Schnauze und sagst, du dumme Sau, mobb mich doch nicht mehr dafür, das hast du jetzt davon. Aber die sagen beide sowas wie, ich wurde in der Schule von irgendwelchen Arschlöchern geärgert, deswegen muss ich jetzt irgendwelchen anderen Leuten auch das Leben vermiesen, die nichts damit zu tun haben. Ich habe noch nie jemanden gemobbt, weil ich gesagt habe, oh, dein Essen kommt ja aus Afrika. Dann habe ich mal gesagt, es stinkt, du frisst hier die Frikadellen im Pausenhof, in der Pausenhalle, die stinken ekelhaft. Bäh. So, ne? Weil es halt echt so ist. Junge, die stinken echt wie Sau. Entschieden. Jetzt ist es lecker, aber weil wir es lecker machen. Ich glaube, kennt ihr das mit eurem Gaumen, wenn der so an Trends gebunden ist wie Klamotten? Wir machen das jetzt mal einen Monat lecker, aber danach ist dann nicht mehr lecker. Erst habe ich mir den Falafel in den Mund gesteckt und dachte, und dann habe ich aber erfahren, Falafel ist jetzt hip und cool. Da habe ich nochmal reingebissen und, ne? Irgendwann ist dann nicht mehr lecker und dann, So funktioniert der Gaumen. Ihr habt nicht viel Ahnung vom Essen, glaube ich. Wir sind jetzt an einem Punkt gekommen, so, wo ihr echt nicht wisst, wovon ihr redet. Ja. Also, wenn es einen Verlierer gibt in Deutschland, genau das halt. Ist es der Anbieter von Eisbahn und Sauerkraut. Die Jungs, die da auf diese, darauf spezialisiert waren, sozusagen auf deutsches Essen, die haben über die letzten 30, 40 Jahre wirklich verloren. Wer so eine Klitsche, ja, weil es halt auch scheiße schmeckt, aufmacht, der kann sich also seine drei Kunden an der Hand abzählen. Das jetzt ist immer eine Frage sozusagen, sei gerade der Mode. Also ich weiß nicht, die japanische Restaurants in Düsseldorf zum Beispiel, wo es eine starke japanische Community gibt, die gibt es seit 30, 40 Jahren, da pilgern die Leute hin, haben ja zum Teil ein halbes Jahr vorher einen Tisch reserviert und wissen ganz genau, warum sie da hingehen. Aber das so war ja nicht immer so. Ja, weil es schmeckt, der eurozentristische Gaumen. Deutscher und ich mag Kartoffeln nicht. Oh, das tut mir leid, ich finde Kartoffeln ganz gut eigentlich, aber das ist halt echt das Einzige, ne? Gib mir halt eine Bit. LOL, wenn du schon bei Frikadellen so hypochondrisch reagierst, würde ich gern mal neben dir eine Packung Landjäger aufmachen. D. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich glaube, es ist eklig. Danke Darth Mörder, danke Only Rotzfahne. Na, ich finde einfach, ey, weiß nicht, ich habe halt das noch nie gegessen, ne? Und ich finde auch zum Beispiel so Salami oder so riecht nicht so schlimm. Aber ich habe mal in einer WG gewohnt und mein Mitbewohner hat Speck gebraten, öfter mal. Ich fand das so widerlich, die ganze Wohnung hat gestunken und ich weiß, dass Leute das übelst geil finden. Ich kann das nicht ab. Ich finde das richtig ekelhaft. Pfüffelwitch hat abonniert. Danke Pfüffelwitch für Pfüffeltwitch für dein Prime. Ich weiß, dass viele Leute übelst auf Bacon stehen, aber ich fand's so ekelhaft. Ich hab's nicht gegessen, ich hab's aber gerochen und dachte, oh Junge, vielleicht hat es auch falsch gemacht oder so, keine Ahnung, aber ich kann es nicht ab. Landjäger ist eine stinkende Wurst. Okay. Ja, viel Spaß mit deiner Stinkwurst. Das mussten sie sich ja hart erkämpfen. Das ist seit 30, 40 Jahren so, das ist die Entwicklung unseres Landes. Und ich aber der eurozentristische Gaumen, der ist halt ein bisschen träge, der hält manchmal auch 50 Jahre, aber bald nicht mehr. Da beißen die Leute da rein und sagen, Ich kann nur sagen, wenn die beiden, also wenn sozusagen die thailändische Küche jetzt im Sternrestaurant von zwei weißen Geis gemacht wird, tough luck, warum sind denn der andere nicht auf die Idee gekommen? Eben, das ist nur wirklich eine Welt, die allen offen steht. Warum sind das zwei, ja, es waren zwei Weiße, die ist offenbar die Idee. Alter, ich hab's gecallt. Ich hab's gecallt. Die Dame in der Mitte sagt was, Leute kommen nach vorne, ne? Wie heißt der Kasim oder so? Der sagt was, kommen die auch wieder nach vorne oder bleiben zumindest stehen. Jan Fleischauer sagt was, drei Leute gehen nach hinten. Gut gemacht. Wir hatten. Dann fasse ich mich doch selber an die Nase und sage, pass mal auf, warum bin ich selbst nicht auf die Idee gekommen?
Und das ist ja nicht eurozentrisch, dass die sagen, wir eurozentrischen Leute entscheiden, was jetzt geschmackvoll ist oder was nicht, sondern wir alle miteinander, du, ich, wir alle sagen, wo gehen wir hin und wo gehen wir nicht hin. Insofern, ja, vielleicht bin ich ja auch mit jemandem von denen befreundet und die sagen, hey, lass doch mal dahin gehen. Freund von mir ist Vietnamese und wir haben gesagt, wir gehen mal ein bisschen weg und er hat gesagt, ja, lass mal ins asiatische Restaurant gehen. Er hat mich dahin eingeladen, dass wir zusammen dahin gehen. Haben wir da gemeinsam gegessen, hat uns beiden geschmeckt. Ist das jetzt irgendwie schlimm? Ist ja echt, wie er sagt, man ist halt befreundet miteinander, dann sagen die, hey, bei uns, ich habe in der Kindheit immer das und das gegessen, will ich dir mal zeigen, lass das mal zusammen essen. Ist doch geil! Das kann jeder selbst entscheiden. Das ist eine Schweigeminute für dich, okay, dann ich kopiere mal dein Username. Eine Schweigeminute. Da sind wir wieder. Diese Diskussion ist seltsam. Ich verstehe halt teilweise die Punkte, aber sind echt, also teilweise reden die ja so komisches Zeug. Holy fuck. Holy fuck. Alles Entwicklung im Zuge von kultureller Aneignung. Da kann ich mir nur wünschen, mehr davon. Ich finde es wahnsinnig interessant, in welche Auswüchse die Diskussion hier überhaupt gehen kann. Es war mir vorher nicht so ganz klar, dass wir über solche Details auch sprechen würden. Aber so sind wir hier nun mal. Und ihr steht genauso wie am Anfang alle drei jeweils ganz hinten. Das ist deswegen interessant, weil wir jetzt in eine Kompromissrunde einsteigen wollen. Und jetzt wäre es eure Aufgabe, also einen Kompromissvorschlag zu definieren, um die jeweils andere Seite nach vorne zu locken. Ich mache mal einen Vorschlag. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Vorschlag: Nicht jeder, der das macht, ist ein Nazi. Nee, warte, drüber Vorschlag, da bleiben manche stehen. Bei diesem Thema, wie so oft, klingt es vielleicht banal oder oberflächlich, aber ich suche jetzt erstmal den kleinsten gemeinsamen Nenner, ja? Also, wenn ich das jetzt mal alles zusammenfasse, dann habe ich den Eindruck, dass die Diskussion um das Thema kulturelle Aneignung schon deswegen wichtig ist, weil sie Diskriminierung ans Tageslicht bringt, von denen vielleicht eine, ich sag mal, pauschal weiße Mehrheitsgesellschaft gar nicht so viel Ahnung hat. Okay. Juppi Jupp hat abonniert. Danke Juppi Jupp für dein Prime. Ja, also ich finde, die Diskussion ist auch okay. Man kann teilweise Sachen ansprechen, aber warum driftet das in so weirde Bereiche ab, dass Leute angekackt werden, die eigentlich doch eure Verbündeten sein wollen? Leute wollen auf eurer Seite sein, wollen sich mit euch verbünden und ihr kackt die an. Es ist halt nicht die Lösung. Ich verstehe, dass ihr frustriert seid und dass ihr vielleicht eine schlechte Kindheit gehabt habt, ne, und dass ihr euch jetzt verarscht fühlt. Aber an sich, ist es doch bescheuert. Ich glaube, die haben beide irgendwie noch ein bisschen Traumata oder Komplexe oder sowas. Weiß ich nicht. Aber, also so klingt es zumindest die ganze Zeit, dass sie irgendwie immer sagen, nein, wir gegen die. Die haben mir damals was Schlechtes angetan. Also ja, es sind aber nicht die. Das sind andere Leute, die du heute triffst. So, das ist schon mal eher ein Vorteil, dass man überhaupt darüber diskutiert. Können wir uns jetzt also darauf einigen, dass erst die Auseinandersetzung mit dem kulturhistorischen Hintergrund beim Hip-Hop, bei Frisuren, bei Augen, cool, ja, also Wissensvermittlung, überhaupt uns in die Lage versetzt, Wertschätzung dafür auszustrahlen. Wenn ihr sagt, ja, das stimmt, das ist mal das Erste, was wir machen müssen, dann könnt ihr einen Schritt nach vorne gehen. Wenn ihr sagt, Kackformulierung, bleibt ihr einfach stehen. Oh, Junge, ey, die sind auch echt stur, ne? Okay.
Immerhin, so anderthalb. Ey, man gönnt ihm halt echt gar nichts, ne? Anderthalb Leute haben so einen halben Schuss gemacht. Ich geh zurück. Du bist sogar zurückgegangen. Alter, dieser Typ. Oh Junge, muss das sein? Ich will doch nicht jedes Mal, wenn ich jetzt in den Café gehe und was ja, mit Fremden... Boah, er hat's nicht verstanden. Boah, Alter, ja genau. Er hat's nicht verstanden. Ey, der Moderator hat quasi gesagt, wenn du Hip-Hop-Musik machst und dich als Repräsentant der Hip-Hop-Kultur fühlst, ne, dann beschäftige dich mal damit. Wenn du dir Dreadlocks machst, dann ne, vielleicht beschäftige dich mal ein bisschen damit, was das für andere Leute bedeutet. Und er sagt, aber ich will doch einen Kaffee trinken, ohne mich mit der Herkunft des Kaffees... Das hat doch nichts miteinander zu tun. Fremdländischen Namen bestelle, vorher einen Test machen müssen, ob ich auch den kulturellen Hintergrund begriffen habe von dem Produkt, das ich kaufen will. Das ist ja so ein kleines Ding. So ein Kaffee ist ja ein kleines Produkt und das ist ja nicht... Ja gut, er hat einen kleinen Punkt, aber es wirkt so ein bisschen wie absichtlich, wie Debattierclub, ne? So, und jetzt argumentierst du dagegen. Nee, so war es auch nicht gemeint. Das war ja so gemeint. Dann sag, was ich das gemacht. Es war ein Plädoyer dafür, sich mehr als es heute passiert, mit kulturellen Backgrounds auseinanderzusetzen. Das ist also eine Bildungsfrage eigentlich. Also ja, wenn du mir sagst, dann geh doch nach vorne jetzt. Dass es gut ist, mich für andere Kulturen zu interessieren, da bin ich immer dabei. Mehr als... Dann geh doch nach vorne jetzt. Jetzt? Weil das uns erst in die Lage versetzt zu sagen, okay, ich verstehe jetzt erstmal deinen Punkt. Oh, du hast mit deinen Haaren, verbindest du etwas anderes, als ich es hier gedacht habe. Darum geht's. Also für Aufklärung bin ich immer. Aber das darf zum Beispiel nie dazu führen, dass man sich unbedingt mit indischer Kultur befassen muss, bevor man ins Yoga-Studio geht. Jetzt dürft ihr euch die Köpfe zusammenstecken in eurer Gruppe. Merkt euch bitte eure Position ungefähr und versucht mal eine Formulierung, einen Satz, einen Appell loszuwerden, um die anderen zu euch zu ziehen. Immanuel Fleischhauer. Wir pochen ja immer auf dieses Verboten. Ja, Leute profitieren ja, werden ja Millionäre. Also was? Leute profitieren ja, werden ja Millionäre. Eine Menge Leute werden Millionäre mit shady Geschäftstricks, ne? Millionär werden ist echt gar nicht so einfach, wenn man nicht ein paar Leute übers Ohr haut auf dem Weg dahin. Und manche hauen vielleicht eine ganze Volksgruppe übers Ohr und manche hauen irgendwie ihre ehemaligen Kollegen oder Konkurrenten übers Ohr, aber... Ey, wenig Leute werden Millionär mit Ehrlichkeit. Vielleicht hast du es auch geerbt von VW oder so, ne? Dann hast du jetzt nichts falsch gemacht, sondern dein Opa, aber also. Würdet ihr formulieren, um diese beiden Gruppen enger aneinander zu bringen? Wir haben ja schon viele Differenzen jetzt gerade gesehen. Der glaubt auch, dass jeder weiße Restaurantbesitzer, der Reis serviert, Millionär wird. Ja, ich glaube so... Es gibt tatsächlich mehr Millionäre, als man manchmal denkt, ne? Aber der Millionär von heute ist auch nicht mehr das, was der Millionär früher war. Gibt ja auch Inflation und alles. Gibt ja auch Milliardäre jetzt, ne? Also das Millionär ist natürlich immer noch selten, aber es wird immer weniger selten. Sehen, und das ist vielleicht auch schon mal eine Erkenntnis, aber wie kriegen wir jetzt die Menschen näher zusammen bei dieser Frage? Ich bin sehr gespannt. Schreibt's bitte in die Kommentare. Aber Kultur gehört ja keinem. Dass du mit Schwarzen aufgewachsen bist, zählt nicht, weil du hast eine weiße Hausfarbe. Ja. Deswegen auch dies mit dem Weiß gelesen werden, alles Käse. Du bist weiß. Alles Käse. Wer würde gerne anfangen? Wollt ihr anfangen? Habt ihr einen Kompromissvorschlag? Wir würden uns gerne erst die Gegenseite an. Ist das okay? Hey, warte, warst du nicht eben ganz in der Mitte von dem Feld? Warte mal. Die sind alle, links sind die alle im ganz hintersten und die stehen auf der Linie. Aber vorher, ne? Die sollten sich doch die Position merken. Vorher war sie doch... Nee, der Fleischhauer stand vorne drin. Und jetzt auf einmal nicht mehr. Guck mal, jetzt steht der wieder hinten. Merkt euch, wo ihr gestanden habt. Und der geht einfach ein Feld weiter hinten wieder neu hin. Ich würde gerne anfangen. Wollt ihr anfangen? Habt ihr einen Kompromissvorschlag? Ja, du musst erstmal ein Feld nach vorne gehen. Wir würden uns gerne erst die Gegenseite an. Ist das okay für euch? Nein. Das ist ja ein Trick gewesen, ne? Als hätte er das nicht gemerkt. Der tut sonst so aufgeweckt und so klug, ne? Und dann sagt er irgendwie, ja, ich bin echt ein schlauer Aufklärer-Typ, ne? Aber ich gehe jetzt keinen Schritt nach vorne. Ich habe 3,4 Millionen geerbt, aber keiner kann sich vorstellen, wie schwer das dann ist, einen Sinn im Leben zu finden und nicht den ganzen Tag Imp zu gucken. Das Leben ist die Hölle für mich. Also wenn du es nicht mehr haben willst,
Ja, aber. Nein. Echt nicht? Nein. Wie nein? Dann müssen wir losen. Okay, dann losen wir. Das ist zum ersten Mal in der Geschichte von 13 Fragen, dass die beiden Parteien sich nicht einigen konnten, wer beim Kompromissvorschlag anfängt. Aber so machen wir das. Ich suche mal eine Münze oder sowas. Ah, ich habe ein altes Blacktrum. Das hat eine Spitze. Seht ihr das hier? Es gibt eine Spitze. Mhm. Wenn die Spitze, ich schmeiße es dahin, wo die Spitze näher hin zeigt. Derjenige fängt bitte an oder die Gruppe fängt an. Ordnung? Ey, wo hat er das denn jetzt eigentlich her? Ja, warum hat er plötzlich ein Plektrum? Einfach hoch. Und es zeigt auf mich. Ich fange an. Die Spitze zeigt klar zu euch. Okay. Das heißt, ihr sollt bitte anfangen. Alles klar. Also unser Kompromiss würde so lauten, dass wir komplett von Geboten oder Verboten komplett absehen wollen Aha. würden. Ja, das fände ich auch gut. Aber klang die ganze Zeit nicht so, ne? Und überhaupt nicht der Meinung sind, Menschen vorschreiben Moin. Zu wollen, ob sie sich jetzt ihre Haare so flechten oder was sie sich anziehen, welches Tattoo sie machen. Das ist natürlich jedem Menschen liegt komplett frei. Oder ob sie ein erfolgreiches Kimchi-Restaurant ja, danke schön. Öffnen oder nicht. Ja, aber die müssen beim Kimchi-Restaurant schon ne, den Koch in den Vordergrund stellen. Und der Koch muss aber auch eine bestimmte Ethnie haben, ne? Weil sonst kommen wir ja in Teufels Küche. Und unser Appell oder unser Wunsch dabei ist, einfach nochmal zu bedenken, wen kann ich mit an den Tisch holen, mit wem könnte ich meine Privilegien teilen, der strukturell einfach benachteiligt ist. Es gab Bewegung. Angelina ist ein bisschen stehen geblieben. Ach so, ja, nee, das war aus Versehen. Das finde ich grundsätzlich gut. Ich finde es nur problematisch. Aus Versehen bewegt. Stand doch. Wenn ich daran denke, dass die erste Aussage von dir war, ich würde nicht Kundin werden bei ihr, das finde ich dann schon, also dann ist wir sind ja durch einen Prozess dann mittlerweile. Dann ist im Grunde genommen und jetzt würdest du doch Kunde werden. Dieser Vorschlag, dieser Kompromissvorschlag, schon für mich eigentlich nicht so wirklich steht nicht auf zwei festen Beinen. Wollen wir auch anerkennen, wie sie sagt, wir sind durch einen Prozess durchgegangen und jetzt sind wir hier am Ende dieses Prozesses hier. Ja, ja, aber der Prozess bedeutet, sie muss sich erstmal stundenlang erklären, wer sie ist, was ihre Herkunft ist, in welcher Bezug sie hat zu Schwarzen, zur schwarzen Community und erst dann wird akzeptiert, dass sie das tut und das finde ich inakzeptabel, das muss sie nicht. Okay, wir sind aber jetzt in der Kompromissrunde. Der Typ ist der Hammer, den mag ich echt ganz gerne. Der ganz rechts, das ist... Das ist der coolste von denen, finde ich. Die Punkte kann ich gut nachvollziehen und ich finde den auch sympathisch. Das wurde gemacht, du bist nach vorne gegangen, jetzt seid ihr dran. Wie? Aber bisher der einzige von denen. Wichtig ist, dass wir diejenigen kritisieren, die zu kritisieren sind. Also diejenigen, die... Apropos diejenigen, ne? Also... Ich bin derjenige... sich lustig machen über Augenform, Hautfarbe, Haare, was auch immer, die sollten wir kritisieren und die sollten wir versuchen zu bilden, von mir aus auch zu erziehen. Aber nicht allgemeine Forderungen zu stellen, man sollte das nicht oder ich finde problematisch das. Ja, und wichtig ist zu wissen... Es ist wichtig zu wissen, dass wir nicht diejenigen sind. Ne? Weil das ist nicht problematisch. In meiner Sicht ist es nicht problematisch und das setzt aber voraus, dass man eigene Verletztheit... Zumindest überdenkt. Ich meine, klar, man ist. Nein, ich will gar nichts überdenken. Ist verletzt, dass man dann aber auch wieder sagt, okay, aber das ist vielleicht mein persönliches Problem, aber ich bin vielleicht verletzt. Wehe, der Türke macht ein Kimchi-Restaurant auf, dann gibt's aber Ärger. Das hat einen ganz anderen Grund, weil ich nämlich ständig beleidigt wurde. Aber derjenige, der jetzt sich die Augen. Derjenige? Welcher denn? Ich bin nicht derjenige. Der nicht, ne? Auf eine bestimmte Art. Das war der kleine Jan Fleischhauer. Art und Weise schminkt, der verletzt mich in Wahrheit ja gar nicht. Sondern es ist eigentlich derjenige oder diejenige, die sich lustig gemacht hat. Das heißt, dass man auch seine eigene Position... Und den musst du suchen und den aufmischen. ...kritisch vielleicht hinterfragt mal, um insgesamt wieder ein Miteinander mehr zu schaffen. Alex, du kriegst das Schlusswort, bitte. Hier war ja gerade irgendwie die Rede von die richtigen Leute. Alter, es ist so ein Berliner, oder? Hier war ja irgendwie ein bisschen die Rede von, also ich möchte jetzt eigentlich ganz gerne schon ins Sushi-Restaurant, aber auch mit dem richtigen Lebensgefühl dabei, ne? Erziehen, die Aggressoren sind, die tatsächlich irgendwie Stereotype in Form von Mobbing nach außen tragen oder so, aber das leugnet ja so ein Stück weit, dass es eben strukturellen Rassismus gibt in dieser Gesellschaft, dass es auch positiven Rassismus gibt in dieser Gesellschaft. Und das sind ja alles Probleme, die irgendwie zusammenführen
zu der Diskussion, die wir heute geführt haben, über kulturelle Aneignung. Deswegen, also das ist doch kein Berliner, also bitte, gut, ich stelle mir so ein bisschen so einen Typen von hiphop.de vor. Ich da gerade so gedacht, also so, auch wenn ich jetzt nicht rassistisch gemobbt habe, sind mir in meiner Erziehung, in Kindheitstagen auf dem Spielplatz im Kindergarten und wo auch immer irgendwie rassistische Stereotype ja auch verinnerlicht worden. Ja. Und ich habe die auch verinnerlicht und muss ja auch daran arbeiten, auch wenn ich jetzt kein Aggressor bin oder mich nicht als solcher... Alter, der Blick von ihm, ne? Es sieht so richtig wertend aus immer. Diese Körperhaltung und der Blick von ihm ist immer so richtig abwertend einfach. Er guckt immer so wie, Alter, ihr seid alle voll die Idioten. Aber du fühlst dich als Teil eines strukturell rassistischen Systems. Genau, und möchte an diesem System arbeiten und an mir arbeiten, ja. Ich habe schon, glaube ich, verstanden, was du meinst, ja. Aber ich finde es auch okay, zum Schluss dann zu sagen, da trennt uns wirklich was. Hm. Können ja viele Leute gar nicht aushalten. Ich kann das an sich auch... Er belehrt immer so sehr, ne? Irgendwie, jetzt schon wieder. Es wirkt so ein bisschen so wie so ein Oberlehrer, der einfach die Schüler jetzt mal erziehen muss, ne? Und... weiß ich nicht, ganz komisch. Klingt tief gut aushalten. Wirkt es doch so. Und ich glaube, das ist auch wichtig, Pluralität gut aushalten zu können. Gleichzeitig frage ich mich einfach, inwieweit es für dich sozusagen darum ging, tatsächlich dagegen zu sein. Ja. Ich bin gegen das, wenn du so willst, Gesellschaftsmodell, was ich natürlich dahinter erwittere. Mhm. Ja? Wenn du sagst zu Angelina, letztlich kann ich in deinem Salon gar nicht gehen, weil du bist weiß. Was ich nie gesagt habe. Ach so, ich kann. Oder du nicht willst, ja noch, also oder so. Und gar nicht, weil du sagst, das würde ich ja sofort verstehen, ich traue dir nicht zu, dass du mit schwarzen Haaren umgehen kannst. Mhm. Das würde ich sofort sagen, Gottes Willen, also ich lasse da nicht jeden meine Haare. Mhm. Sondern du ist ja zu einer Frage der Identität machst. Und da, glaube ich, trennt uns ganz viel. Ich hoffe trotzdem, dass einige Sachen und Details klar geworden sind. Nicht nur allen hier, vor allem die Positionen der anderen, sondern hoffentlich auch euch an eurem mobilen Endgerät. Das war 13. Also sie hat nicht gesagt, sie kann da nicht hingehen, weil sie weiß es. Sie hat gesagt, sie will da nicht hingehen, weil sie weiß es. Das ist ein Unterschied, ne? Sie könnte schon, aber sie will halt nicht, weil sie sagt, mit deiner Hautfarbe könnte ich natürlich, aber nein, will ich nicht. Wir fragen herzlichen Dank dafür. Nach meinem Eindruck geht es bei der ganzen Debatte gar nicht so sehr um eine harte Trennlinie, um Gesetze, was darf man noch, was darf man nicht, sondern wie bei so vielen Debatten geht es ganz banal um Wertschätzung. Wertschätzung von kulturellen Identitäten. Und natürlich dürfen und sollen sich Kulturen miteinander vermischen, sich gegenseitig befruchten. Aber über allem steht die Maßgabe, sei einfach kein Arschloch. Ja, gut. Jetzt gehen sie alle in die Mitte, oder wie? Kommen die anderen beiden auch noch? Das ist jetzt Fazit. Hä? Die anderen beiden sind gar nicht mehr. Die anderen vier, die haben doch sonst immer so zwei Gruppen. Jetzt haben sie nur den Fleischhauer und diese Frau und die anderen beiden waren da gar nicht mehr. Sei kein Arschloch. Kann ich euch auch mitgeben. Zuschauer, seid keine Arschlöcher, bitte. Ne? Einfach bitte nicht machen. Ich finde es gar nicht so schwer. Wenn euch 13 Fragen gefällt, dann könnt ihr hier unseren Kanal abonnieren. Hier oben findet... Nee, ist ja nicht der 13-Fragen-Kanal. Den würde ich abonnieren. Aber wenn da noch der ganze andere Quatsch läuft bei ZDF heute, dann nicht, ne? Dann nicht. Schade. Schade, aber... Ja, eine weitere Folge 13 Frage. Und hier gibt es ein weiteres Video zum Thema. Okay. Nein, das will ich nicht gucken. Oh, hier mit Moritz Neumeier. Was ist das? Afghanistan-Einsatz sollte die... Bundeswehr weiter im Ausland. Pro, Contra. Oh, spicy. Hier ist Simon. Die habe ich aber schon geguckt, die Folge. Ja, puh, was soll man dazu sagen, ne? Also, ich habe meinen Punkt nicht wirklich geändert, aber ich finde schon, man sollte sich ein bisschen damit befassen, was man macht, gerade wenn es so um die eigene Identität geht, ne? Wenn man sich so eine bestimmte Frisur macht oder Kleidungsstil oder eine Musik oder so, dass man sich ein bisschen auch dafür interessiert. Sollte ja kein Kostüm sein, aber ne, wenn man sich mit Themen auseinandersetzt und merkt, das macht mir wirklich Freude, dann go for it, mach das. Ne? Dann geht da rein, engagiert euch da und es ist cool und es ist gut, wenn sich das vermischt. Und wenn ihr Angst davor habt, dass die weiße Rasse, dass die beschmutzt wird, indem da
irgendwie andere Kulturen reinkommen. Ihr könnt es ja einfach andersrum auch machen, wenn ihr so sehr Angst davor habt. Ihr hasst ja auch andere Kulturen, ne? Ihr seid ja auch voll für Genozide und so. Dann kriegt einfach auch Kinder mit Leuten aus anderen Kulturen, dann, ne, die beschmutzen ja nicht nur euren Genpool, sondern auch andersrum. Das kann man ja auch als Angriff sehen, ne? Müsst ihr einfach machen. Einfach, ne? Vermischt euch einfach mal ein bisschen. Wäre doch cool. Wenn am Ende alle Menschen einfach eine Ethnie sind, wenn man genug umgerührt hat, ne, dann kann auch keiner mehr den anderen diskriminieren, weil die einfach gemeinsam, die sind ja dann das gleiche Ding, ne? Alle sollten das gleiche essen, gleich aussehen und dann kann sich auch keiner mehr gegenseitig diskriminieren. Wäre das nicht eine Lösung? Kann man nicht unser Gehirn runterladen, uns in so einen großen Computer hochladen, Simulationstheorie quasi, aber mit Character Editor und jeder baut sich einfach seinen Character und wenn der dann diskriminiert wird aufgrund des Characters, ist der selber schuld, weil der den ja am Anfang erstellt hat. Und man kann aber auch nachträglich noch editieren. Das wäre doch geil, oder? Wenn wir einfach in so eine Matrix kommen. Und wie sie ja gerade gesagt hat, sie kann ihre Augen nicht ändern. Ne? Andere können sich da malen, aber sie kann das nicht ändern. Einfach machen, dass sie es ändern kann. Ne? Dass man einfach einen Character-Editor hat, wie bei Tony Hawk oder bei Sims oder so. Einfach, wenn man sich zu klein fühlt oder falsche Augen oder so oder Farbe oder so. Einfach piep, piep, piep. Ne? Gehst den Character-Editor, änderst das ein bisschen. Ab ins Metaverse. Das wäre doch eigentlich eine schöne Lösung, mit der alle zufrieden sein können. Ne? Olivenöl hat abonniert. Danke, Olivenöl, für deinen Prime. Ganze 2 Stunden, 10 Minuten. Holy fuck, habe ich ja wieder eine ganze Menge geplappert. Tschüss.